Okay, so we're starting. Okay, we're starting. Also, wir fangen an. Just a second. So first of all, I would like to tell you how we will work today. Also, erst möchte ich euch mal sagen, wie wir heute zusammenarbeiten. So the first our brilliant translator Silke will start from the beginning speech, and then she will give a word to me. Also unsere brillante Übersetzerin, die Silke, die wird erst ein paar Worte der Einleitung sprechen, dann übergeben an Fedor. We will work one-step theory, one-step practice. Und wir arbeiten so, dass wir einen Teil Theorie machen, einen Schritt, dann machen wir einen Teil Übung. At the end of the class, you will have an opportunity to ask questions. Am Ende gibt es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. And we will discuss how you will be able to carry on and to do the training by yourself. Und dann werden wir auch noch besprechen, wie ihr die Möglichkeit habt, das Gelernte aus dem Abend mitzunehmen, wie ihr weitermachen könnt und euch auch selbst oder wie ihr selbst daheim trainieren könnt. Okay, Silke, Ja. your turn. Dann übernehme ich mal. Herzlich willkommen an alle im Namen des Frankfurter Rings zu unserem Online-Erlebnisabend natürliche Sehverbesserung. Fedor hat ja vor kurzem schon mal so einen Abend gemacht mit großem Erfolg und aufgrund der Nachfrage ist es heute wieder soweit. Zu Fedor möchte ich sagen, er unterrichtet diese Methode der Augenverbesserung auf natürliche Weise seit 8 Jahren. Gekommen ist er dazu, als er als junger Softwareentwickler 14 Stunden pro Tag am Bildschirm saß und es dann so war, dass er ab 17, 18 Uhr einfach nur noch 10 bis 15 Zentimeter vom Bildschirm weg sehen konnte, weil seine Augen so beansprucht waren. 6 Monate lang hat er das gemacht und hat sich seine Sehfähigkeit derart verschlechtert, dass er sich überlegt hat, er muss was anderes tun. Er hat dann verschiedene Methoden ausprobiert, hauptsächlich Übungen. Zum Teil auch Übungen von Bates. Und er hat schon gemerkt, dass es eine Erleichterung bringt. Aber es war eben keine ganzheitliche Methode, um eine Entspannung da eben reinzubringen. Ja? Deswegen hat er seine eigene Methode entwickelt. Die hat sehr viel mit Qigong zu tun. Und seine Sehfähigkeit war mal wirklich sehr schlecht und heute ist er bei 150%. Die Methode ist so erfolgreich, dass er schon seit einigen Jahren mit einer Augenärztin zusammenarbeitet und sie in mehreren Ländern diese Methode, die Eye Diamond Methode, unterrichten. Er selber ist Mitbegründer dieser Methode, einer Augenärztin, und heute Abend hier bei uns. Herzlich willkommen, Fedor. Fedor, welcome tonight at the Frankfurter Ring. We're happy to have you. And now it's your turn. Okay, thank you very much, and I'm very happy to be with you. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, heute Abend bei euch zu sein. Yeah, I'm very happy to share my experience of natural vision recovery with you to help you and to help your children and grandchildren maybe. Also ich bin sehr froh, dass ich meine Methode der natürlichen Sehverbesserung mit euch teilen kann, damit ich euch helfen kann, euren Kindern und euren Kindeskindern. Our lecture is actually a practical. Also unsere Lehrstunde, die wir heute haben, basiert sehr auf dem Praktischen. And we will talk about the system approach to improve your vision. Also wir werden über diesen systematischen Ansatz sprechen, wie ihr eure Sehfähigkeit verbessern könnt. But why is the healthy vision so important for us? Warum ist denn eigentlich das gesunde Sehvermögen so wichtig für uns? We are using our vision every day, every minute, every second, I would say. Also wir benutzen unseren Sehsinn ja jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, würde ich sagen. Especially now, when we have to work on PC a lot, when we are limited to socialize people life for our health, we have to use the computers and gadgets more than ever before.
Gerade in dieser jetzigen Zeit, wo wir einfach limitiert durch die jetzige Situation viel mehr am PC Zeit verbringen, um uns da zu sozialisieren, mit anderen zu treffen, wird natürlich unser Sehsinn viel mehr beansprucht als sowieso normalerweise. Yeah, and many people notice that they cannot read without glasses. They have to squint their eyes. They have to tense their muscles to see something on the screen. Viele Leute bemerken dann, dass sie ohne Brille gar nicht richtig sehen können, dass sie ihre Augen so zusammenpetzen müssen, also wirklich auch die Muskeln beanspruchen müssen, um überhaupt auf dem Bildschirm was erkennen oder lesen zu können. So raise your hand if you have problems when you work on PC and use gadgets and you feel tired. Hebt mal eure Hand, wenn ihr Probleme habt, tatsächlich am Bildschirm was zu sehen oder wenn ihr also ein Handy oder irgendetwas benutzt. So you can see how many people are struggling with the same problem. Also ihr könnt jetzt an dem Handzeichen merken, wie viele Leute mit dem gleichen Problem zu tun haben. So that's why the healthy vision is very important for us. So we don't have to do the surgery, we don't have to use the eye drops. Und da könnt ihr sehen, wie wichtig es für uns ist, gesund zu sehen, damit wir eben keine Operation brauchen, damit wir keine Augentropfen benutzen müssen. And also the healthy vision is a sign that our health is fine. Und natürlich ist auch ein gesunder Sehsinn ein Zeichen dafür, dass die sonstige Gesundheit in Ordnung ist. Yeah, but this class is for everybody who have the following eye problems: myopia, farsightedness, astigmatism, presbyopia, strabismus, cataract, glaucoma, or those who don't want to wear glasses or lenses. Also dieser Stunde hier oder mein System richtet sich an alle, die folgende Probleme mit den Augen haben, also Myopie, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung, Astigmatismus, Presbyopie, das ist Alterssichtigkeit, Strabismus, das wäre Schielen, Katarakt, das wäre der graue Star und das Glaukom, der grüne Star. So, what will you get from this class? First of all, you will get a deep understanding of the causes of vision problems. Was habt ihr also davon, dass ihr heute da seid? Also zuerst mal werdet ihr ein tiefes Verständnis dafür entwickeln, was ihr aus der iDiamond-Methode, aus dem Unterricht gewinnen könnt oder mitnehmen könnt. Yeah, you will also get the basic exercise to train your vision in everyday life, and you will get the deep understanding of how to improve your vision naturally. Ihr bekommt auch so ein paar ganz grundlegende Übungen an die Hand, die ihr täglich benutzen könnt, um euren Sehsinn zu verbessern. Und ihr werdet natürlich auch so ein tiefes Verstehen erwerben, was ihr selber tun könnt, woran es eben auch liegt, dass ihr nicht mehr so gut sehen könnt. Ja, those who don't know me yet, I will tell you just a few words about myself, about my story, because I understand you very well. I used to have the same eye problems as you. Für die, die mich noch nicht kennen, denen erzähle ich jetzt ein bisschen was über mich, denn ich hatte genau dieselben Probleme mit den Augen wie ihr jetzt. Yeah. So I had to struggle with -2. Also ich hatte einen Kampf mit -2 Dioptrien. And I couldn't work on PC and I was recommended to wear glasses and lenses and think about the surgery. Es war mir nicht mehr möglich, am Bildschirm zu arbeiten. Mir wurde eine Brille verschrieben, Kontaktlinsen und sogar eine Operation empfohlen. But for me it wasn't the solution, so I was looking for another way. Das war für mich aber keine Lösung und deswegen habe ich nach einem anderen Weg gesucht. None of the systems that I tried didn't help me at all. Und keines der Systeme, das ich ausprobiert habe, hat mir überhaupt geholfen. I tried to do the eye training like eye gymnastics, up and down, left and right, close and far, and it didn't help me very much. Also ich habe auch diese Augengymnastik probiert, rechts, links, hoch, runter gucken, ins Nahe gucken, ins Weite gucken, aber das hat mir tatsächlich überhaupt nicht geholfen.
On the contrary, at some point I got even worse results than before. Im Gegenteil, zu einem Zeitpunkt habe ich sogar noch schlechtere Sehergebnisse gehabt als vorher. So when I studied the completely different approach, which is the Eastern approach, this is the Qigong practices, I started getting very good results. Als ich dann die östliche eine östliche Vorgehensweise gewählt habe, da hatte ich dann plötzlich sehr gute Ergebnisse. So for myself, I managed to improve my vision for 100% using just the Qigong for eyes. Ich selber habe es für mich geschafft, meine Sehkraft um 100% zu verbessern, indem ich nur eben das Qigong für die Augen benutzt habe. But when I shared Qigong for eyes with the group, there were some controversial results. Some of the group got very good results, some of the group didn't get the results that we expected. Als ich dann angefangen habe, dieses Augen-Qigong mit einer Gruppe zu teilen, hatten wir ganz unterschiedliche Ergebnisse. Während sich bei den einen gute Ergebnisse gezeigt haben, haben die anderen ganz im Gegenteil keine guten Ergebnisse gehabt. So for me it was the indicator that I need to improve the system and to add some less specific tools as Qigong, because the Qigong is a specific tool like yoga and tai chi. Das war dann für mich ein Zeichen, dass ich noch Dinge zu dieser Methode hinzuaddieren musste und vielleicht auch Methoden entwickeln musste, die weniger spezifisch waren, weil Qigong ist ja eine sehr spezifische Vorgehensweise. So I added different tools. I started adding such tools as balancing eye muscles. Ich habe dann noch verschiedene Werkzeuge dazu gepackt, wie zum Beispiel das Augenmuskeln balancieren. I realized that for the vision, it's also important to work with the spine, with this posture, because there are a lot of blockages in the neck. Mir ist dann auch aufgefallen, dass für den Sehsinn ganz wichtig ist, auch einfach mit der Wirbelsäule zu arbeiten, speziell, weil man ja auch hier am Hals entlang sehr viele kleine Knöchelchen hat. Then we also added the balanced nutrition part to the system. Was ich dann auch noch hinzugefügt habe, das ist eine balancierte Ernährung, also Nährstoffe, dass die balanciert zu sich genommen werden. And also the autogenic training, because that part was responsible for removing the deep psychological reasons of the eye problems. Zusätzlich habe ich autogenes Training hinzugefügt, weil das war die Ursache, was die psychologische Ursache für die Augenprobleme dann auch gelöst hat. So as a result, I created the system method which heals not only the eyes, but the whole body, mind and soul. Dadurch habe ich eine Methode kreiert, die nicht nur den Sehsinn verbessert, sondern den ganzen Körper, die Seele und den Verstand. And body, mind and soul. And this method is designed for everybody, because it's working very good for children, starting from 5 year or 6 year old, and up to 80 and older. Diese Methode ist für jeden geeignet, schon für Kinder ab etwa 5 Jahren und für auch die Senioren 80 und darüber hinaus. For example, in Switzerland, it was 2 years ago, I had a student who couldn't walk by herself. Some relatives helped her to come to the class. Vor 2 Jahren in der Schweiz habe ich Folgendes erlebt. Da hatte ich einen Studenten, der zu mir in die Klasse kam, der aber nicht selber laufen konnte. Und die Verwandten von dem oder von ihr haben dann geholfen, dass er überhaupt am Unterricht teilnehmen konnte. And the old lady was disabled actually, and we were very worried with the translator, with the team, whether she would be able to do the training or not. Also diese Studentin war eine alte Dame und die war insgesamt behindert und wir als Team, also der Übersetzer und ich, wir haben uns eben auch Gedanken gemacht, ob sie überhaupt teilnehmen kann.
But she turned out to be so inspired and she was so happy to be on the workshop that she finally did it. Aber die war so inspiriert und auch so begeistert, dass sie an diesem Workshop eben Teilnehmerin war, dass sie es tatsächlich gemacht hat. Yeah, and I was so touched that I presented her flowers because it was just amazing for me. Something unbelievable. Und ich war so berührt davon, dass ich ihr sogar am Ende Blumen überreicht habe, weil ich also sehr begeistert war von ihr. And this is not the only example when people over 80 can do the training and they want to leave. They want to leave and have a better life, a better health. So it works for them as well. Es gibt noch mehr Beispiele von Leuten, die jenseits der 80 eben noch den Wunsch haben, diese Sehprobleme hinter sich zu lassen und sich hocharbeiten wollen zu einem besseren Leben. Und für die funktioniert das eben auch. Yeah, this is our events in Frankfurt, in Switzerland. Just to I would like to share it with you. Hier sieht er ein paar Fotos von den Events, die wir zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Frankfurt gemacht haben. Das möchte ich einfach ganz gern mit euch teilen, die Bilder von den Teilnehmern. That was in Altai, in the mountains, it's in Russia, last year. Das ist in Altai, das ist in Russland, also in den Bergen, und das haben wir letztes Jahr aufgenommen, diese Fotos. Yeah. So, but let's talk about the vision itself. Lass uns mal über das Sehen an sich sprechen. What is the poor vision? Was bedeutet denn schlecht sehen? Yeah. For example, we have to wear glasses. It's a headache. Beispielsweise, wenn wir eine Brille tragen müssen. All people are getting like the same. They have the same faces. Und wenn wir zum Beispiel Leute immer das gleiche Gesicht haben, egal wer es ist, das ist auch ein Zeichen, dass wir schlecht sehen. We cannot read small text. We cannot see the books or the smartphones clearly. Wenn wir Probleme haben, kleine Texte zu lesen, wenn wir zum Beispiel im Buch kleine Texte oder auch auf dem Smartphone schlecht lesen können. Sometimes we have to put the phone is too long, so it's not enough hands to hold the phone and to keep. Und manchmal müsst ihr dann das Telefon auch ganz weit weghalten, dass ihr es überhaupt lesen könnt. Ne? Yeah. If we have to wear glasses, then it's also very uncomfortable because we have to have several glasses for every occasion. For example, I have a student who have glasses for reading, for driving, sunglasses. So she's like a cowboy, you see. different glasses for different life situations. Auch wenn wir eine Brille haben, ist es ja eine ungemütliche Sache. Wir haben ja dann für jede Lebenssituation eine Brille. Ich habe zum Beispiel eine Studierende, die hat eine Brille zum Lesen, eine Brille zum Autofahren, dann hat sie eine Brille, wenn die Sonne scheint. Das heißt, die wechselt also ständig die Brille und hat für jede Situation eigentlich eine eigene. Yeah, and it's very uncomfortable. Ja. Also raise your hand if you have more than one glasses. Hebt mal eure Hand, jeder von euch, der mehr als eine Brille hat. Yeah, so you understand what I'm talking about. Yeah. I don't want to scare you, but I just would like to remind you that ignorance of the poor vision can lead to the partial lose of your vision. Equity or completely blindness. Also ich möchte euch jetzt hier nicht unnötig in Angst versetzen, aber ich möchte noch mal deutlich sagen, dass wenn ihr Sehprobleme ignoriert, dass es zu einem starken teilweisen Sehverlust oder vielleicht sogar zur völligen Blindheit auch führen kann. Yeah. So
In Russia we have a proverb that if the situation is bad, then it's going to be worse. If we don't do anything. In Russland haben wir so ein Sprichwort, das geht folgendermaßen, wenn was nicht gut läuft, wird es noch schlimmer, es sei denn, man tut was dagegen. So that's why this is your very right step that you are here, you would like to change something, to improve your vision. Und deswegen ist es genau der richtige Schritt, dass ihr heute da seid, weil ihr wollt ja etwas für euch tun und euer Sehen verbessern. But before we start the exercise, I would like to remind you that not only you could have eye problems, but also your children and grandchildren. Bevor wir aber mit den Übungen anfangen, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass nicht nur ihr diese Sehprobleme habt, sondern auch eure Kinder und Kindeskinder. There's a question, maybe you want to answer it now. There's a person here has -9. Is your system also good for her? Also ich habe jetzt nochmal gefragt. As I said before, in my previous slide, my system is working for not only for low myopia, it's also working for high myopia, and I will tell you the cases when our student improved from -13.5 to -3.5. Ich habe jetzt nochmal die Frage von der Beate Kuhl mal aufgefangen und habe mal gefragt, funktioniert denn diese Eye-Diamond-Methode auch, wenn man -9 Dioptrien hat? Und dann hat er gesagt, also ich habe in der vorherigen Folie, habe ich ja schon gesagt, also nicht nur eine kleine Kurzsichtigkeit, sondern auch eine sehr starke Kurzsichtigkeit kann man damit behandeln. Er selber hat es erlebt, wo jemand mit -13.5 Dioptrien mit ihm gearbeitet hat und es verbessert hat. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. And for example, at the moment, I have a student who is has a training privately with me, and he has -20. Also im Moment habe ich zum Beispiel einen Studenten bei mir, der mit mir arbeitet, und der liegt bei -20. Yeah, and he doesn't wear glasses. Can you believe it? Und der hat keine Brille, könnt ihr das euch vorstellen? And he can live with this. When he started, he could read at a distance of 9 centimeters. Und der kann damit leben. Als wir angefangen haben zu arbeiten, konnte der auf eine Distanz von 9 Zentimetern lesen. Now he can read at a distance of 20 centimeters. Und jetzt hat er das so verbessert, dass er immerhin im Abstand von 20 Zentimetern lesen kann. After 3 months of personal training. Und das waren jetzt also 3 Monate, wo er persönliches Training bei mir absolviert hat. For him, personal training is a way out because he has an extraordinary myopia, -20. Also für ihn ist dieses persönliche Training der einzige Weg, das zu überwinden, denn der hat natürlich eine ganz starke Kurzsichtigkeit mit -20 Dioptrien. But for most people, it's enough to do the group training, it's okay. Für die meisten Leute wäre es eben aber ausreichend, dieses Gruppentraining zu absolvieren. But let's go to our children. Na, aber lass uns noch mal zurückkommen zu unseren Kindern. Please raise your hand if you have children and if you care about them. Hebt mal eure Hand, wenn ihr Kinder habt und wenn ihr euch auch gut Sorgen um die Kinder macht. Very good, very good. Because I'm the father and I have a 1-year-old daughter. And before she was born, I was also worried about children. Ich bin selber Vater, ich habe eine 1-jährige Tochter, aber bevor sie geboren war, habe ich mir auch schon Gedanken um die Kinder gemacht. Yeah, the thing is that why is the children important? Because they will live after us and we can save them from future problems. That's the point. Also warum sind die Kinder so wichtig? Die Kinder werden natürlich weit nach uns die Erde verlassen und wir können die retten. Wir können also denen ersparen, zukünftig Probleme zu haben. And what future problem expect them? Look at the slide. Aber welche Probleme würden die denn potenziell erwarten? Guckt euch mal diese Folie an. This is a very sad statistic. Before school only 70% of the students have eye problems. And after school 70% of the students have eye problems. Can you believe it?
Also das ist eine sehr traurige Statistik. Bevor Kinder in die Schule kommen, haben nur 17% aller Kinder Sehprobleme und nachdem die Schule fertig ist, haben 70% aller Kinder Sehprobleme. It doesn't mean that we shouldn't let our children go to the school. It's nonsense. Also das heißt natürlich nicht, dass ihr eure Kinder daran hindern sollt, die Schule zu besuchen. Das wäre ja Quatsch. It means that we are responsible for their health and we should give them the methods how they should save their vision. Es heißt vielmehr, dass wir eine Verantwortung übernehmen, dass die gesund sind und dass wir denen Methoden an die Hand geben sollen, wie sie ihren Sehsinn retten oder heilen oder ja, beibehalten. Yeah, look at this beautiful girl. She's 12 now. Guckt euch mal dieses wunderschöne Mädchen an, die ist jetzt 12. Yeah, and when she started the training, she was minus 4.5. She constantly had to wear glasses. Bevor die mit dem Training angefangen hat, war die bei minus 4,5 und musste eben ständig eine Brille tragen. And so she could barely see the first line of the eye chart. Ja, das heißt, die war kaum in der Lage, die erste Zeile dieses Augencharts, dieser Lesetabelle überhaupt zu erkennen. And after 4 months of practice, 3 hours a week, she could get the vision of 0.7 or 0.8 eyesight acuity, which means that she could see the 7 or the 8 line. Und nachdem die 4 Monate 3 Stunden die Woche geübt hat, konnte die ihre Sehfähigkeit auf 0,7 bzw. 0,8 verbessern. Also wo sie eine Sehschärfe hat sich das Achtfache verbessert innerhalb von vier Monaten. Happily we save this beautiful kid, this beautiful young lady, so she wouldn't have to wear glasses or lenses in the future. Also Gott sei Dank haben wir diese wundervolle junge Frau, dieses wundervolle junge Mädchen gerettet, sodass sie in Zukunft keine Brille tragen muss. So I hope that the methods, the exercises, my approach will be available for you and you will be able to save your children and grandchildren. Und deshalb hoffe ich, dass meine Übungen, meine Methode, meine Instrumente einfach für euch zur Verfügung stehen und dass ihr die wieder weitergeben könnt, um die Kinder eben zu retten. Yeah, but before we start the real exercises, let's focus on the common causes of visual problems. And I would recommend you to write down these causes because they are dramatically important. Bevor wir aber jetzt anfangen, Übungen zu machen, sprechen wir mal über die Ursachen, die überhaupt die Sehprobleme verursachen. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr euch das tatsächlich aufschreibt, weil es ist wirklich dramatisch wichtig. Because if you don't understand the core of the problem, you will always struggle with the sequences. And it makes no sense. Wenn ihr natürlich die Ursache nicht kennt, ja, dann werdet ihr immer mit den Folgen zu tun haben, ohne dass ihr es wisst, dass es daran liegt, und das macht natürlich gar keinen Sinn. So, I would inspire you to analyze what eye problems you have and what causes of your eye problems. I will give you more details about in which of these reasons, and you will try to analyze your possible reasons of your eye problems. Also ich möchte, dass ihr jetzt mal für euch selber analysiert, was genau für Sehprobleme ihr habt. Ich werde euch dann noch ein bisschen mehr auch dazu sagen, was die Sehprobleme verursacht. Wichtig ist aber selbst, dass ihr jetzt selbst mal für euch analysiert, was genau habe ich denn, an was leide ich denn. And then you can share it in the chart. Und das könnt ihr natürlich dann auch, damit wir das mitbekommen, in den Chat schreiben. For example, physical, visual or mental stress is a very common reason of eye problems. Also zum Beispiel physischer, visueller oder auch mentaler Stress, ja, das ist natürlich eine ganz häufige Ursache für Sehprobleme. Especially if you have to work on PC for 7 or 8 hours a day, I can definitely
tell you that this is your problem number one. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr 7 oder 8 Stunden jeden Tag Bildschirmarbeit verrichtet, dann kann ich euch ganz sicher sagen, ist das euer Nummer 1 Problem. There is somebody asking, could you do the text a little bit bigger than you have already? Because she, Margaret asked, can you show it a little bit bigger? Because you can hardly see it. Is that possible? Just a second. Well, I think it is maximum, but is it the problem just for one person or it's just for one person. It's just for one person. Liebe Margaret, wir können es leider nicht größer machen. Yeah, let me see what I can do. I'm afraid that it's not possible at the moment. Tut uns leid, im Moment können wir es nicht ändern. So there are different people wrote down their problems. Do you want me to translate them now? Yes, please. Do you think that the text is small for you to read? No, can you can you share it in the chart if the text is small or not? Then we can think. Dadurch, dass die Frage jetzt aufgeworfen worden ist, dass der, die PowerPoint-Präsentation etwas klein ist, würde es uns interessieren, ob das noch mehr Leute betrifft. Die Schrift. Also, we have different opinions. Some say it's very good to read. Others say it could be a bit more clear. But I think tip-top, basically they're saying it's fine. Okay, then we can say it aloud. Then you don't have to look at it and read it. So the problems that they wrote in the chat is presbyopia. They have pressure in the inner eye. One person has the problem that one eye is myopic, and the other is farsighted. So every to each eye his own. So one person has the problem, she can't read properly when it's getting dark. Needs glasses. Yeah. Somebody has a blurred vision. Yeah, yeah. Let me give you more details about depression and mental disorders, because this is also very important. If you have depression, if it is chronic, or if you have some chronic conflicts with someone, it also have a huge impact on how you see. Lasst mich euch noch ein bisschen was über Depressionen oder mentale Störungen sagen. Also wenn ihr ein ständiges Konfliktpotenzial habt, also ständig Ärger mit jemandem habt, dann hat das auch eine Auswirkung auf euer Sehen. There is also the psychosomatic problems. For example, you don't want to see something or you are fed up with seeing something. It also could happen. Also psychosomatische Probleme können auch sein, dass man etwas nicht sehen will oder dass man es satt hat, irgendetwas zu sehen. Or you don't like your job, or you don't like your flat, and it's just unconsciously. Oder ihr mögt euren Arbeitsplatz nicht, oder ihr mögt eure Wohnung nicht, und dann laufen solche Sachen natürlich unbewusst ab. Yeah, the next problem is when you have energy and blood circulation problems. So for example, you have to sit a lot and you don't move enough during the day. You have a very sitting lifestyle. Also, wenn ihr das nächste Problem ist, wenn ihr Energie oder Probleme mit der Blutzirkulation habt. Das heißt, dass ihr wirklich den ganzen Tag sitzt, dass ihr euch über den Tag verteilt nicht genug bewegt. Also wenn ihr einen sehr sitzenden Lifestyle habt. Ja, and some of you could have low metabolism. So you don't move, you're getting older and you are getting more toxins. So your metabolism is going down, which causes a cataract actually. So if you would like to heal your cataract,
with eye drops, I would like to disappoint you because it will not happen. Es könnte ja auch sein, dass ihr einen niedrigen Stoffwechsel habt, dass ihr euch überhaupt nicht genügend bewegt. Wer sich nicht genügend bewegt, wird schnell alt. Da stauen sich dann auch die Toxine im Körper und es verursacht dann eben Katarakte, das heißt den grauen Star. Und wenn ihr jetzt meint, ihr könntet euren grauen Star mit Tropfen behandeln, dann muss ich euch enttäuschen, das wird nämlich nicht funktionieren. Nutrition of your lens is worsened, so it's getting worse. That's why it loses transparency. Wenn die Nährstoffversorgung der Linse nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, dann verliert sie ihre Transparenz, ihre Durchsichtigkeit. So this is the reason of the cataract, low metabolism. Also das ist die Ursache eben für den grauen Star, ein niedriger Stoffwechsel. And also if you have some system disorders of digestion, for example diabetes, so this is also a very common problem of eye problems, especially it could lead to glaucoma. Wenn ihr zum Beispiel ansonsten Probleme mit dem System habt, also mit dem Verdauungssystem, an Diabetes oder anderen leidet, dann ist das natürlich auch etwas, was den Sehsinn beeinträchtigt und dann kann ein Glaukom, also der grüne Star, dadurch entstehen. And also spine problems is also a very common problem because do you know the connection between your vision and your spine? Also auch Wirbelsäuleprobleme können Sehprobleme verursachen. Kennt ihr eigentlich den Zusammenhang zwischen eurem Sehsinn und eurer Wirbelsäule? If you sit like this, wenn ihr also so da sitzt, or if you holding your head like this, oder wenn ihr euren Kopf so nach vorne streckt, it contracts, it squeezes your neck artery. Ja, dann wird die Halsarterie zusammengequetscht. Yeah, which causes the problems in your visual system. Und das verursacht dann Probleme einfach in eurem Sehsystem. Yeah. Because actually when you have neck problems, it has a huge impact on your head pressure and your eye pressure. Wenn ihr beispielsweise Probleme mit Hals und Nacken habt, dann haben diese Nackenprobleme einfach eine Auswirkung auf den Druck, den ihr im Kopf habt, ja? Also den Augen, Innenkopf und natürlich auch den Druck, den ihr auf die Augen habt. For those who have glaucoma, it's useless to heal just the eyes. It's important to heal the neck. Für alle die, die an grünem Star leiden, ist es nicht nur wichtig, die Augen zu heilen, sondern eben auch den Hals zu heilen oder den Nacken. Yeah. And to heal the blood circulation of the head, of the brain. Und natürlich, dass die Blutzirkulation vom Hals in den Kopf, dass das auch richtig funktioniert, dass man danach guckt. Yeah. And the last possible cause of the eye problem is eye injury. Sometimes it could happen. Und natürlich auch ein gängiger Grund für Sehprobleme ist eine Verletzung der Augen. Das kann ja natürlich auch passieren. So, if you have shared your possible causes of your eye problems, then it's great. You are on your way. You know the root of the problem. At least you guess, but it's good. Wenn ihr jetzt eure Probleme, warum ihr an Sehstörungen leidet, mit uns geteilt habt, dann seid ihr auf dem Weg, dann wisst ihr doch zumindest schon mal, woran es liegt. Of course, you might be wrong or you might be right. It's difficult to say for sure now, but at least you have some opinion and you know yourself better. Es ist natürlich jetzt schwierig zu entscheiden, ob ihr mit eurer Einschätzung richtig liegt oder ob ihr falsch liegt. Man kann aber festhalten, ihr habt eine eigene Meinung und ihr könnt euch ja selbst besser. Yeah. So let's continue. So now we're going to do the training, to do the practice. Jetzt machen wir mal das Training, jetzt gehen wir in die Übungsphase. Yeah. So please make sure that you have your video camera
on, because I'm going to give you the feedback and we will do some exercise to warm up your body, to warm up your vision system. Also guckt, dass ihr jetzt eure Kamera anhabt, weil jetzt gebe ich euch das Feedback. Jetzt machen wir das Warm-up und ich zeige euch, wie das geht. Yeah, we will do the general warm-up, then we will talk a little bit more and then we will do the eye training. Jetzt machen wir das generelle Warm-up, dann reden wir noch ein bisschen und dann machen wir die Augenübungen oder das Augentraining. Yeah, good. Let's stand up. Steht mal alle auf. Rub your hands. Reibt mal eure Hände. So left hand first, right hand second for men, for women the other way around. Right hand first, left hand second. Alle Männer machen die linke Hand unten und die rechte oben drauf. Alle Frauen machen die rechte Hand unten und die linke oben drauf. Inhale. The arms are going up. Beim Einatmen geht ihr mit den Armen nach oben. The thumbs are touching each other and the forefingers. Die Daumen und die Zeigefinger berühren sich dabei. And exhale, the hands are going down. Und beim Ausatmen gehen die Hände nach unten. You inhale with the mouth, touching the top of the mouth with the tip of your tongue. On your inhale and exhale. Beim Einatmen und Ausatmen berührt ihr mit der Zungenspitze den Gaumen. Inhale up and exhale, we touch the front middle channel, the front middle line of the body. Beim Einatmen gehen die Arme nach oben und beim Ausatmen berühren die Hände den mittleren Kanal, der in unserer Körpermitte nach unten geht. Very good. Sehr gut. Then we are going to work with your spine. Dann arbeiten wir jetzt mit eurer Wirbelsäule. Look at me. I'm going to show you the exercise and then you will repeat. Okay? Guckt erstmal mir zu. Ich zeige euch die Übung und dann könnt ihr es nachmachen. First of all, you touch the chest with your chin. Zuerst legt ihr mal das Kinn auf die Brust und berührt mit dem Kinn die Brust. And you slowly move your head along your front middle line. Und dann geht ihr mit dem Kopf langsam entlang der mittleren Körperlinie nach unten. And then you bend forward with your spine straight, with your straight spine, not like this, like this. You can put your hands on your hips and push on your hips. Ihr beugt euch dann bitte nach vorne und streckt die Wirbelsäule dabei gerade, also keinen Buckel machen, sondern gerade. Und ihr könnt eure Hände, so wie er es auch macht, er hat jetzt gesagt, auf den Hüften aufstützen. Yeah, you can also do the return movement when you touch the chest with your chin. Und ihr könnt die entgegengesetzte Bewegung machen. Auch hier soll das Kinn wieder die Brust berühren. And slowly you go back. Und dann bewegt ihr euch langsam wieder zurück in die Ausgangsposition. Let's practice together. Lasst uns das mal gemeinsam üben. Touch the chest with your chin. Berührt mit dem Kinn eure Brust. Move very slowly with your head along the middle front line of your body. Und bewegt euren Kopf langsam entlang der mittleren Körperlinie. And then you straighten your spine and bend forward.
Ne? Und dann macht ihr eure Wirbelsäule gerade und beugt euch nach vorne. What you shouldn't do? You shouldn't do like this. Ja? Was ihr nicht machen solltet, ihr solltet nicht so wie ich machen, den Kopf nach oben strecken. So you can look at the floor or you can look on the right or left. You cannot look straight ahead because you can damage your neck. Also ihr könnt dann aus dieser Position auf den Boden gucken, nach links oder rechts. Ihr könnt aber nicht gerade ausgucken, weil das könnte eurem Nacken Schaden zufügen. And then you touch the chest with the chin. Und dann you go back to the normal position. Und dann berührt ihr wieder mit eurem Kinn eure Brust und geht langsam zurück in die normale Position. Keep practicing, I'll check. Ja, ihr übt und ich gucke euch zu, ob ihr es auch richtig macht. Please, stay like I am, so I could see you from the side. Es wäre toll, wenn ihr ein Feedback haben wollt, wenn ihr euch seitlich zur Kamera stellt, dann kann er euch sehen und euch ein Feedback geben. Mm-hmm. Take off your glasses. Ja, ihr könnt auch für die Übung die Brille abnehmen. When you do the exercise, yeah. Yeah. Very good, I can see that you are practicing well, yeah. Also sehr gut, ich kann sehen, dass er die Übung gut macht. Irene, you're doing great. Yes, that's fine. I'm just looking at you. Yeah, that's fine. Irene, du machst es ganz gut. Dir gucke ich zu, das passt gut. Yeah, good. Yeah, very good. The next one. Die nächste Übung. So this exercise is very funny because it will open your chest. Diese Übung ist lustig, weil die wird euren Brustkorb öffnen. And it also commonly used as a warm-up for dance before dancing. Die wird auch ganz allgemein als Warm-up-Übung für Tänzer, fürs Tanzen benutzt. Yeah, so you open your chest. Also ihr öffnet euren Brustkorb. And then your chest is going back, forward. Ja, also die Brust wird erst nach vorne rausgestreckt und dann nach wieder eingezogen. So you can touch your hips. Dann könnt ihr wieder eure Hüfte berühren. And you push the center of your chest forward and up. Und ihr drückt die Mitte eurer Brust nach vorne oben. You're opening your chest, not due to your shoulders, but due to your chest muscles and spine muscles. Und dabei nehmt ihr also nicht die Schultern zurück, sondern ihr benutzt da eure Brustmuskeln und eure Schultermuskeln, um diese Übung zu machen. You can hear the sound like when you do this, that's good. Und wenn ihr dabei eure Knochen knacken, wenn ihr das hören könnt, das ist ein gutes Zeichen. Yeah. It means that you are removing your blockages. Das bedeutet nämlich, dass ihr eure Blockaden gerade auflöst. Mm-hmm. The next movement is a little bit more complicated. Die nächste Bewegung ist ein bisschen komplexer. So look, please look at me. You go left and right, but your shoulders are on the same height, on the same level. So it's not like this. So you push your shoulder to the side, but your hands
And your shoulders are always on the same height, on the same level. Guckt mir mal zu. Also es geht einfach darum, dass ihr euch nach rechts und links neigt und dabei die Schultern immer auf derselben Höhe sind. Und ihr habt die Hände unten an der Hüfte und drückt eben die Schulter immer so nach oben. Let's try. Lasst uns das mal probieren. Ich guck wieder. I'm checking your flexibility. Ja, also ich gucke jetzt mal, wie gelenkig ihr seid. Yeah. Of course, most of you are like Terminators, like robots. Ja, die meisten von euch sind wie der Terminator, wie Roboter. Yeah, but don't worry, we will fix that. Ja, aber macht euch keine Sorgen, das kriegen wir am Ende alles hin. Yeah, remember that your spine should be like a snake. Erinnert euch bitte daran, dass eure Wirbelsäule eigentlich wie eine Schlange sein sollte. It doesn't matter if you like snakes or not, but the flexibility is the best feature for the snake. Also, unabhängig davon, ob ihr Schlangen mögt oder nicht, ist die Flexibilität der Schlange ihre beste Eigenschaft. And then you combine two movements. Look at me. Jetzt vereinigen wir zwei Bewegungen. Guckt mir wieder zu. And in the other direction. Try. Probiert das auch mal aus, dass ihr die beiden Bewegungen kombiniert. Und in die andere Richtung dann auch. If it's complicated for you, do it very slowly. Forward, right, backwards, left, forward, right, backwards, left. Wenn das für euch schwierig ist, dann macht ihr das einfach langsam. Erst nach vorne, dann zur Seite, dann nach hinten, dann wieder zur Seite und dann kommt ihr so langsam rein. Keep practicing. Übt einfach weiter. Ich komme nicht. Come on, come on. So, auf geht's. Take off your glasses. Für die Carmen. Übung könnt ihr bitte die Brille abnehmen. Ja, gut. Very good. Sehr gut. Okay, so this exercise is opening your chest area, part of your spine. Diese Übung öffnet euren Brustkorb und eben einen Teil eurer Wirbelsäule. And the last part of your spine is the back. Und der letzte Teil eurer Wirbelsäule ist natürlich der Rücken. So you put your hands to this area. On your belt. Also ihr geht jetzt mit euren Handflächen etwa auf Gürtelhöhe, stemmt ihr die in die Seiten. This exercise is called Michael Jackson. Und diese Übung heißt Michael Jackson. So you move your thorax forward and backwards. Das heißt, ihr bewegt euer Becken nach vorne und nach hinten. You can also do like this. Ihr könnt es natürlich auch dann so wie Michael Jackson machen mit so einem Hu und. More complicated movement. Jetzt kommt eine etwas kompliziertere Übung. So it shouldn't be like this. So this movement is very delicate and it's going from the joint, this joint. Also es sollte jetzt nicht so sein, wie er es gerade macht, sondern es sollte so sein, wie er es vorgemacht hat. Mm-hmm. Ja. This movement is dramatically important. Diese Übung ist extrem wichtig. Because if you train this movement, you can correct your back part of your spine. And also,
Wenn ihr diese Übung macht, könnt ihr mit dieser Übung den unteren Teil eures Rückens korrigieren. And also correct the position of your thorax. Und ihr könnt auch die Position eures Thorax wieder balancieren. Yeah, because some people they have improper position of a thorax. They could it would be like this or it could be like this. Manche Leute haben ja so einen Hüftschiefstand, ja, dass die Hüfte eben nicht gleich ist, dass die entweder mehr nach rechts oder nach links geneigt ist. Oder vielleicht sogar nach vorne so ein Hohlkreuz. Oder eben gerade andersrum. And the incorrect position of the thorax causes the problems in the upper part of your spine. Und dieser Beckenschiefstand, der verursacht dann die Probleme, die ihr in der oberen Wirbelsäule habt. Yeah. So that's why you should train your thorax flexibility and to train the joints in the thorax here. Und deshalb ist es eben einfach so wichtig, dass ihr die Flexibilität eures Beckens übt und natürlich, dass auch die Gelenke in Bewegung kommen, dass die auch flexibel sind. So you can do the rotation clockwise. Dann könnt ihr im Uhrzeigersinn rotieren. And counterclockwise. Und entgegen dem Uhrzeigersinn. So it's not like this. Also es ist nicht so eine riesengroße Bewegung, wie ich es jetzt mache. Schlecht. Das ist schlecht. So, you're moving with the thorax. Also ihr bewegt euch einfach aus dem Becken raus. Keep practicing, I'll check. Ja, ihr übt mal einfach wieder weiter und ich gucke. Yeah. Pia, you should switch on the light. You don't have Pia, enough light. Kannst du mal das Licht anmachen? Du hast nicht genug Licht, dass ich dich sehe. Yeah, the more light you have, the better your vision is. Ja? Also, je mehr Licht ihr habt, desto besser ist auch eure Sehkraft. Mm-hmm. Good. And the last exercise for the warm-up, we're going to do the vibration or massage. We will punch the kidneys. Als letzten Teil der Aufwärmübung machen wir eine Vibrationsmassage. Das heißt, wir klopfen hinten auf die Niere. Then we will punch the arms. Und dann klopfen wir uns die Arme ab. The body. Ja, am Körper entlang mit der flachen Hand. The bottom. Ne, dann natürlich auch die Beine. The legs. Die Beine. So you always punch at the same time, not like this. Your body is not a drum. Ja. Also die Bewegungen, in der ihr klopft, die sind immer parallel, ne, immer gleichzeitig. Euer Körper ist kein Schlagzeug. Okay, move your elbows forward. Bewegt mal eure Ellbogen nach vorne. Yeah, and punch the neck area. Ne, und klopft euch dann die Nackengegend ab. Very good. Sehr gut. So you can have a seat. Jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. And we will continue. Und wir machen weiter. Very good. How do you feel? Wie geht's euch? Macht mal ein Handzeichen. Gut, schlecht, mittel? Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, let's continue with the presentation. So, dann machen wir weiter mit der Präsentation. Ja, yeah, we will briefly discuss the results of some students and then we will continue with the eye training and your questions. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Fallbeispiele von Studenten von mir. Dann machen wir noch das Augentraining und dann ist Zeit für eure Fragen. This lady is very interesting. She is a pensioner, but she used to work as a policeman,
policewoman actually. Also die Frau ist sehr interessant. Es ist heute eine Pensionärin und ihrem Berufsleben war sie eine Polizistin. Yeah, so she's very strict, she's very tough and hard. Ne, also die ist sehr streng, aber die ist auch sehr ja, energisch und ja, dominant. Yeah. And when she started the training, she used to have presbyopia and she could see 50% near and 50% far. Als ich angefangen habe mit ihr zu arbeiten, litt sie an Alterssichtigkeit, hatte also 50% Sichtigkeit also auf kurze Sicht und auf weite Sicht jeweils 50%. Yeah. And after 3 months of practice, she could do the 100% vision. She is a successful graduate of the Vision Academy. Und nach 3 Monaten Training hat die also ihre Sichtfähigkeit auf 100% erhöht. Also sie ist eine erfolgreiche Absolventin dieses Eye Vision Trainings. This old lady is also very interesting. Her name is Farida. She is 80. Diese Frau ist auch sehr interessant. Ihr Name ist Farida. Sie ist 80 Jahre alt. She is from Chicago, the United States. Sie kommt aus Chicago, die Vereinigten Staaten. But her relatives live in the same city as where I live. Human. Aber ihre Verwandten kommen eben aus derselben Stadt, aus der auch ich komme. And when she visited them, she left me the interview with her results. Und bevor sie eben uns wieder verlassen hat, hat sie mir ein Interview dargelassen, wo sie mir ihre Ergebnisse mitgeteilt hat. So before the training, she had macular degeneration and cell moisturing. Bevor die mit dem Training angefangen hat, hatte die eine Makuladegeneration und ein, also eine feuchte Zelle, also eine Zellenfeuchtigkeit. And after, she has 100% vision and her macular degeneration stopped. Nach dem Training konnte sie wieder zu 100% sehen. Und die Makuladegeneration hat aufgehört. Yeah, she was so inspired that she invited me to visit Chicago and do the training for her friends. Und die war so inspiriert, dass sie mich gebeten hat oder dass sie wollte, dass ich nach Chicago komme und dort für ihre Freunde auch das Training durchführe. So we planned the training for this year, for this March, but we have to cancel it due to the COVID situation. Wir hatten das Training dieses Jahr für März geplant, mussten es aber natürlich aufgrund der Covid-Situation absagen. So I'm sure that we will see her next year. Aber ich bin sicher, dass ich sie nächstes Jahr sehen werde. Yeah. So there is another good example of the old lady. She is 50. No, she's not so old, but she had a cataract as well. Es ist jetzt nochmal hier ein Beispiel für eine ältere Dame, die ist eigentlich gar nicht so alt, aber auch sie litt eben an Katarakt, das heißt am grauen Star. And also presbyopia. Ja, und hatte eben auch diese Alterssichtigkeit. So she got recovered from cataract and presbyopia. Ja, und sie hat sich von beidem erholt, sowohl vom grauen Star als auch von der Alterssichtigkeit. I'm proud of this lady as well, because she is now the our Vision Academy teacher. Auf diese Lady bin ich auch stolz, weil sie auch mittlerweile Lehrerin von unserer Vision Academy geworden ist. But before she started the classes, she used to have -4 and she tried different methods. Bevor sie aber Lehrerin bei uns wurde, hatte sie -4 Dioptrien und sie hatte verschiedene Methoden ausprobiert. And now she has -0.75. So she has improved to 3.25 dioptries. Jetzt mittlerweile ist sie bei -0.75 Dioptrien, das heißt, sie hat sich um 3.25 Dioptrien verbessert. And now she inspired other people to do the training. Und damit hat sie natürlich auch andere Leute inspiriert, dieses Training zu machen. So now we will do several tests very quickly. I will explain you what it is about. Jetzt werden wir ganz schnell noch ein paar Tests durchführen. Ich erkläre euch, um was es geht. So you close your eyes. Schließt mal eure Augen. And look up with your eyes closed. Und mit geschlossenen Augen guckt ihr nach oben. Feel
If you have any tension or discomfortable feeling when you look up with your eyes closed. Und guckt mal, wenn ihr mit geschlossenen Augen nach oben guckt, ob ihr eine Spannung auf den Augen habt oder dass es ein ungemütliches Gefühl ist. Mm-hmm. And you can share it in the chat. Wenn das so ist, könnt ihr es auch wieder in den Chat schreiben. Mm-hmm. And now repeat the same, so you without glasses, of course, you take off your glasses, you close your eyes and try to do the same from every side, for example, up and right. Also jetzt machen wir die Übung noch in verschiedene Richtungen, wenn möglich. Oder bitte nehmt eure Brille ab, lasst die Augen geschlossen, guckt nach oben, dann rechts, also diagonal rechts. But after each test, always go back to the center. So always look at the center. Don't do just a clock exercise. It's not also clock ihr geht exercise. Jetzt in alle Richtungen nach oben, oben diagonal rechts, rechts diagonal rechts unten, dann unten. Aber ihr kommt nach jeder einzelnen Richtung wieder in die Mitte zurück. Also geht nicht einfach wie im Uhrzeigersinn durch, sondern immer nach jeder Position bitte wieder in die Mitte zurückkommen. So you always come back to the center. Ihr kommt immer wieder zurück in die Mitte. Mm-hmm. Please do the test. I will give you just one minute and share your results. Macht einfach mal diese Tests. Ich gebe euch dafür eine Minute Zeit und dann könnt ihr nachher im Chat eben wieder eure Ergebnisse mitteilen. Most people give feedback that it's a strain on them. Somebody's talking about even getting a headache from just looking up with closed eyes. Yeah. Share your results. Schreibt eure Ergebnisse einfach in den Chat. And I will explain what it is about. Und ich werde euch dann erklären, um was es da hier geht, um was es sich handelt. So when you look up and if there is a strain here, it means that you have a problem in your upper, in your superior rectus muscle. Wenn ihr nach oben guckt und euch das unangenehm ist, dann habt ihr im oberen geraden Muskel ein Problem. When you look down, and if you have a problem with this, then it's a inferior rectus muscle. Wenn ihr nach unten guckt und euch das unangenehm ist, ist es ein Problem im unteren geraden Muskel. If it is left or right, it's a lateral or medium rectus muscle. Wenn das Sehen nach rechts oder links ein Problem verursacht, dann ist es entweder der äußere oder der mittlere aufrechte Muskel. If you have strain when you look to the diagonals, for example, up and right, or left and right, or right and down, or left and down, it has a problem, it's associated with the oblique muscles. Wenn ihr ein Problem habt bei dem diagonalen Sehen, also oben rechts, oben links, links unten, rechts unten, dann sind das normalerweise Probleme der schrägen Augenmuskeln. So, for you to understand, it's important when you move your eyes, what doesn't matter where you move your eyes, there should no be any strain. Für euch ist wichtig zu wissen, egal in welche Richtung ihr eure Augen bewegt, da sollte nie irgendwie eine Dehnbeanspruchung auftreten. If even you have one the strain in even one direction, it causes pushing on the eyeball, so all the eye muscles, they start pushing on the eyeball, changing its shape.
Es ist so, wenn ihr auch nur in eine einzige dieser Sehbewegungen ein Problem verspürt, dann verursacht dieses Problem einen Druck auf den Augapfel. Und diese eine Augenbewegung, die ein Problem verursacht, hat dann wieder einen Effekt auf alle anderen Muskeln. Und die verursachen dann wieder einen Druck auf den Augapfel und dadurch wird sich die Form des Augapfels verändern. So you should do the eye training to stretch your eyeball, to stretch your eye muscles. Not to move them like in gymnastics, but to stretch them. Und deshalb solltet ihr Augenübungen machen, die diese Augenmuskeln dehnen. Also nicht Übungen wie Gymnastik, um sie zu bewegen, sondern wirklich Übungen, um sie zu dehnen. And also relax the muscles. Ja, und natürlich auch diese Augenmuskeln zu entspannen. There is another test, which is also very important. We will do it very quickly. I'm going to show you. Wir haben jetzt noch einen anderen Test, der geht auch sehr schnell. Ich werde, der ist auch sehr wichtig, den werde ich euch jetzt schnell zeigen. So you choose any object. It could be anything. Ihr nehmt euch jetzt mal ein Objekt in die Hand. Es kann alles sein, was ihr gerade zur Hand habt. It could be a pen. Könnte zum Beispiel ein Stift sein. Or it could be any object. In my case, it's an eye. Ja. Es kann jedes Objekt sein. In meinem Fall ist es eben ein Auge, das ich zur Hand habe. So you put this object at a comfortable distance. Ja. Und jetzt haltet ihr dieses Objekt einfach in einer komfortablen Distanz, was euch angenehm ist. Mm-hmm. Ready? Seid ihr soweit? Mm-hmm. Keep looking at it and that's it. Ja, und guckt euch das jetzt mal an und das ist schon die Übung. Also das ist so eine Minute oder so, da drauf guckt. Good. Please share if you feel any discomfortable feeling when you look at the object at a comfortable distance. Und teilt uns das auch doch wieder im Chat mit, wenn ihr bei dem Schauen auf den Gegenstand in einer komfortablen, im komfortablen Abstand ein Unwohlsein irgendeiner Art verspürt. Yeah. You can also use your phone because you're using it very, very often. Ihr könnt auch jetzt mal mit eurem Handy das machen, weil das benutzt ihr ja auch sehr oft. And then put it at the near distance. Ja, und haltet es recht nah an euer Gesicht. As near as possible for you. Ja, also so nah, wie es euch eben möglich ist. And look at the phone at the near distance. Ja, und guckt aus mal von einem nahen Abstand auf euer Handy. Please share if it is comfortable for you to look at the object at a near distance. Ja, und teilt uns auch mal mit, ob das für euch auch dann noch komfortabel ist, wenn ihr das Objekt im recht nahen Abstand betrachtet. Mhm. People describe dizziness and say it's very uncomfortable. Yeah. I will explain afterwards what it means. Ich werde nachher erklären, was das bedeutet. Ich habe jetzt gerade gesagt, einigen von euch wird schwindelig oder sogar schlecht. And look at the object at the far distance. Und jetzt guckt dasselbe Objekt nochmal mit einem weiten Abstand an. You can actually choose not the phone, the very far distance.
Ihr könnt jetzt auch quasi ganz in die Weite gucken, also viel weiter, als ihr das Handy weghalten könnt, also wirklich den Blick mal in die Ferne schweifen lassen. Ready? Steady. Seid ihr soweit? Go! Auf die Plätze, fertig, los. Don't change the gaze. Constantly look at the far object. Ja, und verändert eben nicht euren Blick, sondern guckt konstant auf dieses Objekt, was eben sehr weit entfernt ist. That's enough. Please share your results. Das ist ausreichend. Bitte schreibt uns eure Ergebnisse wieder in den Chat. Meantime, I will explain you what it means. Und in der Zwischenzeit werde ich euch erklären, was das alles bedeutet. So, our accommodation is the ability to see object at any distance. Unsere Anpassungsfähigkeit, also mit Anpassungsfähigkeit ist gemeint, dass wir jegliches Objekt in jeglicher Distanz sehen können. It doesn't depend on eye muscles, on movement eye muscles. Und das ist eben nicht abhängig von den Augenmuskeln oder der Bewegung der Augenmuskeln. That's why it's useless to move your eyes to see clearly. Und genau deshalb ist es nämlich nutzlos, die Augen zu bewegen, um klar sehen zu können. The most important muscle to see better at the near and far distance is the ciliary muscle. Der einzige Muskel, der uns hilft, auf Nahsicht oder auf Fernsicht gut zu sehen, ist der Ziliarmuskel. So eye movement muscle, they also important, but they important in the sense they don't push on the eyeball. They should be stretched enough. Natürlich sind die anderen Augenmuskeln auch wichtig, aber die sind in der Hinsicht wichtig, dass sie durch ihre Bewegung auf das Auge keinen Druck ausüben. The main important, but the ciliary muscle plays much more importance because it plays much more important role for accommodation. Der Ziliarmuskel hingegen, der spielt eine viel, viel wichtigere Rolle. Because it contracts the lens. Für die Anpassung, weil er die Linse zusammenzieht. And relaxes the lens. Und er entspannt auch die Linse wieder. And the lens changes its shape and you can see clearly at the far distance or at the near distance. Und durch diesen Muskel wird dann eben die Linse in ihrer Form verändert und das macht es uns dann möglich, auf Weitsicht oder Nahsicht gut zu sehen. And also the integrated theory of accommodation by the American ophthalmologist Goldberg. Es gibt ja auch diese integrierte Theorie der Anpassungsfähigkeit der Augenmuskeln und die ist von einem amerikanischen Augenarzt namens Goldberg. He's saying that the change of the lens also changes the shape of the eyeball. Ja, und der behauptet eben, oder seine Theorie ist, dass die, die Veränderung der Form der Linse auch einen Einfluss hat auf die Form des Augapfels. If you cannot see relaxedly, without tension, without discomfortable feeling, at any of these distances, it means that your ciliary muscle has a spasm. Das heißt, wenn es euch nicht möglich ist, egal auf welche Entfernung entspannt und ohne Anstrengung sehen zu können, dass euer Ziliarmuskel einen Spasmus hat. So, this is the start of your eye problem. Ja, und damit fangen dann alle Augenprobleme an. At the physical level. Auf der physischen Ebene. So you should relax this ciliary muscle and help it to work at the full amplitude. Deswegen solltet ihr euren Ziliarmuskel dabei unterstützen, zu entspannen, dass er eben mit seiner vollen Amplitude auch arbeiten kann. Yeah, and then you will be able to see clearly at any distance.
Ne? Und dann ist es euch eben möglich, auf jede Distanz klar zu sehen. Okay, let's go back to the practice. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück zum Übungsteil. Ja, so this is the ways of vision correction. Das sind hier auf dieser Folie nochmal ein paar Methoden aufgezeigt, wie man den Sehsinn wieder korrigieren kann. And none of these ways of vision correction help you to see better, except natural vision recovery. Und diese Methoden, die hier aufgezeigt sind, keine davon wird euch helfen, euren Sehsinn zu verbessern. Die einzige, die da raussticht, ist eben diese natürliche Sehverbesserung. The third point is dietary supplements. Ja, der dritte Punkt, da stehen sind ja Nahrungsergänzungsmittel. Yeah. So if you use the glasses, it's just a temporary tool to stop your vision from deteriorating fast, but your vision will continue deteriorating anyway. Wenn ihr zum Beispiel mit einer Brille benutzt, dann hilft euch das nur kurzfristig, dass sich euer Sehsinn nicht nur weiter verschlechtert, aber der wird sich sowieso weiter verschlechtern. So the eye drops will not help to see better if you are using GEMS just them separately from the eye exercises and from training your healthy vision behavior. Also nur eine Brille tragen wird euch nicht helfen, euren Sehen zu verbessern, wenn ihr die unabhängig von Trainingsübungen, die ihr macht und auch einer natürlichen Verhaltensweise, wie ihr eben die Augen verbessern könnt, benutzt. Yeah, dietary supplements are also useless if you don't train your healthy vision behavior, if you don't train your ciliary muscle. It won't help. Oder auch wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel einnehmt, solange ihr kein natürliches oder gesundes Sehverhalten oder Sehgewohnheiten an den Tag legt und euren Ziliarmuskeln nicht trainiert, wird euch auch das nicht helfen. And surgery is also not the way out, unfortunately. Ja, und leider ist eben auch eine Operation nicht der Ausweg. So, let's do the eye training exercises. I think we're a little bit late, so we will do the training now and then we will finish and you will be able to ask your questions. Wir sind schon ein bisschen zeitverzögert, deswegen machen wir jetzt unser Training und dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Yeah, so what I would like you to do is to prepare a book or any text. It could be your PC or it could be your phone, and put it at their distance at which you can read it. For example, if you would like to train your far vision, you put this object, it could be your book or it could be your PC, at the maximum distance. If you would like to train near vision, then you can use the phone and put it as near as you can. Jetzt bitte ich euch mal, euch einen Text für euch selber vorzubereiten. Es kann ein Buch sein, ihr könnt am PC was lesen, ihr könnt euer Handy nehmen. Abhängig davon, was genau ihr trainieren wollt. Wenn ihr zum Beispiel trainieren wollt, in die Weite zu gucken, dann nehmt ihr, soweit ihr könnt, das Handy weg oder den Text, was auch immer. Und wenn ihr üben wollt, nahe zu gucken, dann haltet ihr das eben dahin. Yeah. So try to find the distance at which you can read the text. Are they supposed to wear their glasses or not? No, without glasses. Alle ziehen die Brille aus, die Übung geht ohne Brille. Vielen Dank für die Frage, there was a question. Und jetzt versucht ihr zu lesen, so gut es euch eben möglich ist. And just try to measure the distance at which you can do it. Und versucht mal Maß zu nehmen, in welcher Entfernung ihr das eben lesen könnt. If you would like to train your far vision, you try to put the object as far as possible. If you would like to train your near vision, you put the object as near as possible. Wenn ihr euch trainieren wollt, in die Weite zu gucken, dann haltet ihr das Objekt so weit wie möglich weg. Wenn ihr euch trainieren wollt, in die Nähe oder nah zu gucken, dann haltet ihr es natürlich so nah wie möglich. And measure this distance. Und nehmt einfach mal Maß, in welcher Entfernung ihr das tatsächlich haltet und lesen könnt. Mm-hmm.
When you do it, just say hi or raise your hand and just put it away. Ja, und wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr eure Hand heben und legt euer Objekt erstmal auf die Seite. Mm-hmm. Rub your hands. Dann reibt mal eure Hände. Close your eyes. Schließt eure Augen. Imagine that you are there is a healing water in front of you. It could be a lake. Und stellt euch vor, dass vor euch so ein heilendes Wasser ist. Es könnte zum Beispiel ein See sein. Imagine your reflection in this lake. Ne, und seht euer Spiegelbild, das reflektierte Spiegelbild in diesem See. And smile at yourself. Und lächelt euch selbst zu. Breath the water from the lake. Und nehmt ein bisschen Wasser von diesem See. And do relaxing wash, keeping your eyes closed. Ne, und macht so eine entspannende Wäsche mit euren Händen. Lasst eure Augen dabei geschlossen. Of course, you shouldn't wear glasses or lenses. You should take them off. Natürlich solltet ihr bei dieser Übung weder Brille noch Kontaktlinsen tragen. Wenn möglich, nehmt ihr die raus oder ab. When you do the exercise, you don't push on the eye. You push on the area above the eye and below your eyes. Ne? Wichtig ist, dass ihr bei dieser Übung nicht auf die Augen drückt, sondern eher auf dieses Areal um die Augen herum, also Augenbrauen. You also touch your ears and the back of your head. Ihr berührt dabei auch die Ohren und den hinteren Teil des Kopfes. And you push on your neck. Und ihr zieht an eurem Hals. So this is at the same time, it's a face massage, eye massage, ear massage. Ne? Head Massage and Lymphodrainage Massage. So also das sind gleich mehrere Dinge auf einmal. Das ist eine Augenmassage, das ist eine Ohrenmassage, das ist eine Halsmassage, eine Kopfmassage und eine Lymphdrainage. Yeah. And also you help lympha to go to your lympha node. So you're cleaning your face. Und ihr helft natürlich auch euren Lymphknoten, die hier sitzen, zu arbeiten, also auch dadurch reinigt ihr Gesicht, also reinigt ihr euer Gesicht und helft den Lymphknoten, dass sie sich reinigen. So this is the first exercise you should practice on a regular basis when you feel tired. Und das ist die allererste Übung, die ihr regelmäßig dann üben solltet, wenn ihr euch müde fühlt. Okay, the next exercise. Die nächste Übung. Look at any object. Ja, guckt mal wieder auf irgendein Objekt. Look at the object, so it's not doubled, it's you can see it. Also das Objekt haltet ihr so, dass ihr es gut sehen könnt, dass ihr es nicht doppelt seht. And now pay attention to what is going on the right and left at the same time. Und so you can say the command, switch my attention to the peripherals, to the peripheral vision. Und jetzt guckt ihr gleichzeitig, was rechts und links von euch passiert. Das heißt, ihr gebt das Kommando, guck mal, was in der Peripherie rechts und links passiert. When you say this command, you will notice that the object is getting doubled or it's getting blurry. Was euch auffällt, wenn ihr dieses Kommando aussprecht, dass das Objekt entweder doppelt gesehen wird oder dass es verschwommen wird. Instead of using the central or peripheral vision, you can also say the command switch to the non-accommodative state. Accommodative state and non-accommodative. Accommodative state when you can see clearly the object. Non-accommodative state is when you lose the interest to this object and you start noticing of what is going on the left and right at the same time. Also ihr könnt dieses Kommando sagen, man kann sagen, ich möchte jetzt den zentralen Sehsinn einsetzen oder ich möchte den peripheren Sehsinn einsetzen oder ihr könntet gleichzeitig auch sagen, dass ihr den Zustand erreicht, wo sich die Augen anpassen, das wäre, wenn ihr das klar seht, oder den nehmt, wo die Augen sich nicht mehr anpassen, also den nicht anpassungsfähigen Zustand, wenn ihr das Interesse an diesem Objekt verliert und dann quasi das verschwommen wird und ihr euren Blick nach außen richtet. Some of you will be able to do this exercise. Some of you will not.
Und es ist so, dass einige von euch diese Übung durchführen können und einige können es nicht. And this is not because you are not skilled. This is because your central vision is too overtensed to do this exercise. Und es liegt nicht daran, dass ihr es generell nicht könnt. Es liegt dann einfach daran, dass euer zentrales Sehvermögen so überangespannt ist, dass das Periphere nicht mehr funktioniert. So please write plus if you can do this exercise and minus if you cannot. Somebody is asking if you can explain that exercise a little bit more detailed. We have two types of visions, central vision and peripheral vision. Also wir haben verschiedene Sehsinne. Wir haben einerseits das zentrale Sehen, das mittige Sehen und das periphere Sehen. When we look at the object directly, wenn wir das Objekt direkt ansehen, and our attention is focused on the central vision, we can see the object clearly without any blurriness. Und unsere Aufmerksamkeit auf dem zentralen Sehen liegt, dann können wir das Objekt erkennen, ganz klar und ohne dass es verschwommen ist. But our retina also consists of the cells that are responsible for our sight vision or peripheral vision. Ja, aber unsere Retina, unsere Netzhaut hat natürlich auch Zellen, die dafür verantwortlich sind, auf der Seite des Periphere zu sehen. And we can control our vision by saying the command. So our attention, we can switch our attention from the phone to what is going on the right and left at the same time. And we will switch our attention to the peripheral vision, to the sight vision. Und was wir machen können, indem wir eben das Kommando geben, dann können wir quasi unser zentrales Sehen ablösen und können nach rechts und links, das können wir gleichzeitig sehen und können dann mit unserem Fokus von der Mitte nach außen gehen. Also wir können das switchen hin und her. It happens when we look at the young man or a young lady and we dream and all the picture is getting blurry. This is called a non-accommodative state. When we are dreaming about something and when we are looking physically at something, but we're dreaming, our mind is getting relaxed and now we are switching to the peripheral or sight vision. Jeder von euch hat das vielleicht schon mal erlebt, der hat so die Augen aufgestützt und hat das Bild von irgendeinem schönen jungen Mann oder einer schönen jungen Frau gesehen und ist dann so ins Träumen geraten und das Objekt, dieses Bild ist tatsächlich verschwommen worden und unser Blick ist abgeglitten eben in dieses periphere Sehen. Ja? Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir entspannt sind und dass uns unser Verstand auch entspannt. So, ist das klar? Ist es damit die Frage, hoffe ich, beantwortet? Weil es war hier die Frage, könnt ihr das nochmal genauer erklären? So, it's a little bit more complicated because some people, they don't use their peripherals because they have been wearing glasses for 30 years or 40 years. Und es ist sogar noch ein bisschen komplizierter, als was ich gesagt habe, denn viele Leute setzen ihr peripheres Sehen gar nicht mehr ein. Die tragen seit 30 Jahren eine Brille. And wearing glasses blocks the peripheral vision. It uses just the central vision, like a tunnel vision. Und eine Brille verhindert eben, dass dieses periphere Sehen eingesetzt wird. Man hat dann quasi wie so einen Tunnelblick. Es wird blockiert. Yeah. So that was a question. If we can train the ciliary muscle, if you have been wearing glasses for 30 years, yes, you can train. You should train. Ich habe auch eine Frage gesehen, kann man denn den Ziliarmuskel auch dann trainieren, wenn man seit 30 Jahren eine Brille trägt? Die Antwort ist ja, das kannst du trainieren. Okay. There is another question, yeah? Does it also work for macular degeneration? Yes. And the last exercise that we're going to train today, you look at the source of the light, for example, an artificial light, a lamp, or the sun, especially if it's an evening sun, it's good. I will translate your answer for the macula. Also diese Methode funktioniert auch bei der Makuladegeneration. Die Frage mit den Muskeln können wir später drauf eingehen. Jetzt machen wir aber zunächst die letzte Übung für den heutigen Abend. Bitte sucht euch eine Lichtquelle. Das kann eine Lampe sein, entweder an der Decke oder im Raum, dass ihr einfach da guckt und euren Blick auf die Lichtquelle gerichtet haltet. Yeah. So you look at the source of the light directly. Don't worry. Also ihr guckt direkt in die Lichtquelle, keine Sorge. If it's too bright, you can
make the distance longer, further. Wenn ihr könnt auch den Abstand vergrößern, wenn es sich für euch richtig anfühlt. You rub your hands. Ja. Ihr reibt eure Hände. Yeah, it doesn't matter if you look through the window, it's fine. Es ist in Ordnung, wenn ihr durchs Fenster guckt. Fedor reagiert jetzt gerade auf eine Frage, die auf Englisch gestellt wurde. Yeah. So you do the energy contact with the energy of the light. Also ihr geht jetzt in Berührung mit der Energie des Lichtes. You say hello, the energy of the light. Ihr sagt hallo, Energie des Lichtes. I want to be a friend with you. I would like to be friends with you. Ich würde mich mit dir, Energie des Lichtes, gerne anfreunden. Ich will dein Freund sein. I don't want to be afraid of you anymore. Ich will vor dir keine Angst mehr haben. Please help my eyes to see better. Bitte hilf meinen Augen, dass sie besser sehen können. And feed my eyes with the energy of the light. Und füttere oder nähre meine Augen mit der Energie des Lichtes. So you grasp the energy of the light and help this energy to go in your eyes, to your brain. Ne? Inhale. Und dann nehmt ihr euch diese Energie des Lichtes und helft einfach diese Energie des Lichtes in eure Augen und euer Gehirn zu kommen. And take the blockages, the bad energy, the negative energy from your brain, from your eyes and exhale. Ne? Und dann nehmt ihr die schlechte Energie, die negative Energie, von die Blockaden von euren Augen und bringt das Licht. Also ihr nehmt das Licht und in der Bewegung zu am Kopf hin und bei dem anderen bringt ihr das Negative weg. Keep practicing. Üb das mal weiter. With your eyes open. Mit euren Augen geöffnet. You can stand up, not to tense your neck. Also wichtig ist, dass ihr euren Nacken nicht anspannt. If you are looking at the lamp, which is on the top. Wenn ihr die Lichtquelle nach oben nehmt, dass ihr euren Nacken nicht anspannt. Very good, that's enough. Sehr gut, das ist ausreichend. Relaxing Bush. Ja, dann machen wir wieder die Entspannungswäsche. And compare the distance at which you can read. But when you read, put the object right opposite the eyes at the same height. Not like this, but at the same height. Und jetzt but at the same distance and try to make the distance different. Longer if you are training your far vision. And closer if you're training your near vision. Jetzt nehmt ihr wieder euren Text von vorhin und haltet den aber bitte auf einer Augenhöhe, also nicht nach unten oder oben, sondern auf einer Höhe. Abhängig davon, was ihr trainieren wollt, haltet ihr es weiter weg oder näher dran. Yeah, if you're crying, Dorothy, for example, it's good because you're cleaning, your eyes are cleaning, your mind is cleaning, you're removing your blockages. It's very good. Also wenn jetzt hier Tränen fließen, das betrifft die Dorothee, dann ist es gut, dann klären sich die Augen, dann klärt sich aber auch der Verstand, also dann werden einfach die Blockaden wegbefördert und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Yeah, the recording will be provided, but ja, also, be online to have an opportunity to do the online exercises and to ask the questions. Ja, hier kam jetzt auch nochmal die Frage, gibt es denn diese Aufnahme, kann ich die denn später ansehen? Ja, die kann man ansehen, die wird auch zur Verfügung gestellt. Jetzt sind wir aber zusammen, um erstmal zusammen die Übung noch zu machen. Yeah. And compare your results. Ja, vergleicht einfach mal eure Ergebnisse beim Lesen mit denen vorher. So, you should see the difference, you should see clearly. Or maybe in a more bright way, so there will be some changes, definitely. So please share your changes with us.
Manche werden heller sehen, besser sehen, schärfer sehen, unschärfer sehen. Also es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben und auch hier könnt ihr das wieder in den Chat schreiben. More or less. Very good. So, meanwhile, I will tell you more about how you can do the training. In der Zwischenzeit erzähle ich noch ein bisschen darüber, wie ihr das Training durchführen könnt. For example, our student, Helen, the age of 31, she could barely see the first line when she started. Also eine andere Studierende von uns, die Helen, die ist 31 und die war kaum in der Lage, die erste Linie auf diesem Augenchart zu erkennen. And she's a doctor, actually, when she, and after 2.5 months, she improved to 7 times. Sie ist Ärztin und nach einem Trainingszeit von 2.5 Monaten konnte sie ihre Sehvermögen um 7-fache verbessern. Yeah, so her experience is also very inspiring. Also auch die Erfahrung, die sie gemacht hat, ist sehr inspirierend. There is another case of Lubov. She is also 31. She also improved 4 times after 2 months of practicing. Hier ist noch eine junge Dame, die Libouf, 31 Jahre alt auch. Auch sie konnte ihr Sehvermögen ums 4-fache verbessern und das eben auch nach 2 Monaten. And this is the guy who I was talking about at the beginning. Originally he used to have minus 13.5 and when he started, he already improved from minus 13.5 to minus 8. And then when he started our training, he improved from minus 8 to minus 3.5. Hier ist der junge Mann, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe. Sein Ursprungswert waren minus 13 Dioptrien. Dann konnte er in Eigenregie seine Dioptrienzahl auf minus 8 verbessern und dann ist er in dieses persönliche Training gegangen und ist dann eben bei minus 3,5 Dioptrien. Konnte er das also verbessern. So this is another example to help people who have farsightedness plus 7.75 and after plus 2. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Beispiel für Leute mit Weitsichtigkeit. Diese Dame hat angefangen mit plus 3,75 Dioptrien und konnte sich dann nach 2 Monaten auf plus 2 verbessern. Yeah, and this is our Japanese student. So after two weeks of the training, she managed to take off the glasses that she has been wearing for 13 years. Das ist unsere japanische Studentin. For 20 years. Die konnte nach 2 Wochen Augentraining eine Brille, also weglassen, die sie vor 20 Jahre getragen hatte. Yeah, and so I'm here for you to help you to get rid of the glasses and contact lenses. Also ich bin hier, um euch zu helfen, die Brille und die Kontaktlinsen loszuwerden. Yeah. And I also collaborate with the ophthalmologist with more than 25 years of experience. So you, when you work with me, we work as a team. Wie ich hatte vorhin in der Einleitung ja schon erwähnt, dass Fedor mit einer Augenärztin zusammenarbeitet, das ist eben diese Lila Ungari, die hat 25 Jahre Erfahrung als Augenärztin. Das heißt, wenn ihr mit ihm zusammenarbeitet, habt ihr auch gleich diese Erfahrung der Augenärztin mit dabei. Our method is certified in Russia, certificate. Diese Methode ist in Russland zertifiziert. And we have the quality assurance, which is the results from 0.25 to 1 dioptrien per month if you practice not less than 30 minutes a day.
Und wir haben auch eine Erfolgsgarantie, dass wir bei 30-minütigem Training pro Tag die Dioptrienzahl zwischen 0,25 und einer Dioptrie pro Monat verbessern. The method is fully integrated, so which means that you are not only healing your eyes, you're healing your body, mind and soul. Diese Methode ist eine voll integrierte, das heißt eine vollstufige oder allumfängliche Methode. Das heißt, ihr heilt damit nicht nur eure Augen, sondern auch euren Körper, eure Seele und euren Geist. And it's, the method is completely safe, even for people who had already surgery or who are disabled or after car accident. So it's completely safe. Diese Methode ist auch sicher. Sie eignet sich deshalb für Leute, die schon eine Operation hinter sich haben, die auch behindert sind oder die vielleicht auch einen Autounfall hatten. Also ist komplett sicher. So now you have an opportunity to carry on working using the methods by yourself, or you can join the 2-day workshop, which will be on the June 6 and 7. Also jetzt habt ihr natürlich einerseits die Möglichkeit, die Übungen, die ihr gelernt habt, für euch selber fortzuführen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, am 6. und 7. Juni, das ist der kommende Samstag und Sonntag, an dem Workshop teilzunehmen. Da werden noch mal mehr Übungen gezeigt. So, from 10 o'clock in the morning till 5 in the evening, we will work on your vision, on your posture. We will use different tools to help yours to see better. Also der Workshop findet statt von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr abends. In dieser Zeit werden wir verschiedene Werkzeuge kennenlernen. Wir werden an euren Augen, an eurem Sehsinn arbeiten, aber auch an eurer Haltung. Und ihr werdet Werkzeuge kennenlernen, wie ihr euren Sehsinn verbessern könnt. Yeah. There will be, you will improve the eyesight for 2 lines after the workshop. And then you will continue improving from 0.25 to 1 diopter per month. Also in dem Workshop selber könnt ihr es schaffen, euch um 2 Zeilen zu verbessern. Wenn ihr danach weiter übt, habt ihr die Möglichkeit, zwischen 0,25 bis zu einer Dioptrie pro Monat euren Sehsinn zu verbessern. The good news about the online format is that there will be recording, and the recording will be with you after the workshop. Der Vorteil ist an diesem Online-Format, dass das aufgezeichnet wird und dass ihr diese Aufzeichnung natürlich auch nach dem Workshop zur Verfügung habt. So after the workshop, your current glasses will be too strong and you will definitely need weaker glasses, or after some time you will be able to see the text and to see far without glasses. Also nach diesem Training werden eure Brillengläser definitiv zu stark sein. Ihr werdet dann leichtere Gläser brauchen. In einigen Fällen wird es vielleicht sogar so sein, dass ihr die Brille gar nicht mehr braucht und dass ihr Texte einfach wieder besser lesen könnt. So you won't be able and you won't need to do the surgery or to use the eye drops anymore. Es wird dann eben nicht notwendig sein, dass diese Operation, die ihr vorhabt, durchgeführt werden muss oder dass ihr eure Augentropfen weiter benutzt. So this is the step-by-step manual how you can recover your eyesight. So first of all, you choose a suitable way to practice. Also hier ist nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr quasi vorgehen könnt, um an diesen Übungen teilzunehmen. Erstmal müsst ihr natürlich die Form finden, die für euch angemessen ist, wie ihr weiter üben wollt. You can join the online workshop or private session or join the retreat to Russia, which will be next year. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt eben dieses Wochenende an dem Online-Workshop mit teilnehmen. Ihr könnt auch die in der kommenden Woche private Sessions bei Fedor nehmen, dass er euch individuell berät. Oder ihr könnt im Juli, da gibt es in Russland auch einen Retreat in Altai, wo wir vorhin die Bilder gesehen haben, da könnt ihr auch dran teilnehmen. So you fill in the application, join the WhatsApp and keep practicing at least 30 minutes a day. Dann könnt ihr eure Anmeldung ausfüllen, könnt in die WhatsApp-Gruppe kommen und müsst natürlich dann auch mindestens 30 Minuten am Tag üben. And get the results. Ja, und dann kriegt ihr natürlich auch die entsprechenden Ergebnisse.
This is the retreat for the next year, so if you are planning in advance, you can plan this trip with us next year. But meanwhile, you're welcome to join the online workshop, of course. Also, das ist hier schon die Terminankündigung für 2021. Wenn ihr so lange im Voraus planen könnt, könnt ihr euch schon anmelden. Ansonsten könnt ihr in der Zwischenzeit natürlich gerne an den Online-Workshops teilnehmen. Yeah, and also we are participating in charity fund for blind children. Also, was wir zusätzlich machen, wir unterstützen auch ein Wohltätigkeitsprojekt. Das ist eine Stiftung, die sich um blinde Kinder kümmert. So we are sending the part of the received funds to the illustrated books for blind children. Ja, und wir nehmen einen Teil unserer Einnahmen, verwenden wir darauf, zu spenden, und davon werden dann Bücher in Blindenschrift für die blinden Kinder gekauft. So if you join the workshop or if you buy our books or private session, we send some funds from this money to blind children. Also wenn ihr euch für den Workshop anmeldet, wenn ihr eine private Session bei mir bucht oder wenn ihr auch bei diesem Retreat mitwacht, wird ein Teil oder das Buch von mir kauft, wird ein Teil der Einnahmen eben an diese Stiftung gespendet. Yeah, and so I'm here. Thank you for your attention. Now we're going to discuss your questions, and before we switch to the questions, I would like to give a word to the organizer of this online events, Britta Dachlberg. Britta, are you here? Are you with us? Please. Yeah. Jetzt kommen wir natürlich gleich zu euren Fragen, wie wir das ja auch besprochen haben. Jetzt möchte ich mich aber erstmal an die Organisatorin, die Britta Dahlberg, wenden. Ist die denn da und kann übernehmen? Just a second. We have a lot of questions, so we can discuss it in just a second. You can raise your hand, but before we start, I would like to give a word to our organizer. Britta, if you are here, please let us know. Also, bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, Fragen könnt ihr stellen, indem ihr eure Hand hebt. Ah, yes, I am. Dann, da schreibt die Britta, sie ist da, dann würde ich gerne der Britta, I think you have to unmute her. Frank Ritterin, yeah, I'm looking for her. Ah, yeah. Just a second. Also, wir machen jetzt die Britta, could you switch on your camera and raise your hand, please? Sorry. I see her, the camera is on. I cannot. Ah, yeah. Yeah. Jetzt haben wir die Britta gefunden. Yeah. I see her. Just a second. Ring. Ah, yeah. I found. Britta, you are on. Please, welcome. Wow, welcome. Can you hear me? Yeah. Okay. Okie dokie. Fine. And I hope you see me too. Und ich hoffe, ihr seht mich auch. Just a second. I'm going to... You just have to make me host. Yeah, that's yeah, all. Yeah. I've done it. No, it's not working, but maybe sound is fine. Yeah. Is it okay now? Can you hear me? Macht mal die Hand hoch, ob ihr die Britta hören könnt. I'm there. Now I see my picture. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Freue mich total. Ich war noch in einem anderen Gespräch parallel erstmal beim Aufzeichnen eines anderen Webinars. Aber dann bin ich zu euch gekommen und habe alle Augenübungen mitgemacht und jetzt tun die richtig Schmerzen erstmal. Das geht vielleicht einigen anderen auch so. Das war anstrengend, aber doch sehr ergiebig, und so habe ich Fedor auch kennengelernt. Er war ja schon bei uns hier in Frankfurt und hat diese Seminare fantastisch geleitet. Da waren wir noch ein Geheimtipp, da waren wir die Ersten hier in Deutschland. Und so soll es auch im Augenblick bleiben. Er wird bei uns regelmäßig zu Gast sein, einerseits natürlich auch hoffentlich bald wieder physisch,
dass wir miteinander hier sein können. Aber ich finde diese Online-Trainings so effizient und so wertvoll, dass ich euch nur raten kann, auch mit ihm zu bleiben. Er gibt so viel Material an Übungen und an Input, an Informationen, wie ich selten es erlebt habe, auch über das Wochenende hinaus. Es gibt im Anschluss noch Trainings und Übungsgruppen. Das ist alles inklusive in diesem Paket. Also wer wahres Interesse hat, an seinen Augen etwas, seine Augengesundheit etwas zu tun und den Drang verspürt, es jetzt zu starten, da habt ihr kontinuierlich tolle Begleitung, engagierte persönliche Begleitung. Und ich hoffe, dass unsere liebe Übersetzerin, die Silke, auch weiter dabei bleibt, weil sie macht es einfach fantastisch. Ich liebe es einfach, dir zuzuhören, Silke, wie du das machst. Ihr könnt mal alle auch in den Chat reinschreiben, wie Silke euch gefallen hat. Dann freut sie sich bestimmt auch, gell? Good, Fedor. I just said a few words of thanks and that you are going to come also to Frankfurt, hopefully one day, but that I really, really support your online and streaming events very much. I find them very efficient, especially today again. It was just wonderful how you did it. And it's an international group. I like that we have English-speaking and German-speaking people together. So everybody can learn and gets a lot of input personally as well as for the whole group. So thank you for that inspiring evening and for all the work you do with so much heart and engagement. Thank you very much. Thank you, Britta. And thank you. Thank you. Thank you. So shall we carry on with the questions? Yes, thank you for the warm words. And I'm sure that when the situation is getting better, we can travel and we can see not only online, but live as well. Meanwhile, we can do also the wenn sich die Situation verbessert, dann kann Fedor natürlich auch wieder angereist kommen. Ich habe gesehen, im Chat ist die Frage gestellt worden, gibt es das Buch von Fedor auf Deutsch? Ja, das gibt's. Das könnt ihr beim Frankfurter Ring kaufen, bestellen. Gibt die Möglichkeit, dass ihr hingeht und es abholt oder ihr bestellt es eben, dann kommen noch Portokosten dazu. Da kann Britta sicher noch mal was zu sagen. Yeah, I'm very welcome to answer your questions, please. You can ask me what is disturbing you and we can have just discussion. You can raise your hand. I can see Manuel Liebert. Yeah, I can switch your sound. Please, welcome. Also wir machen das mit dem Fragesystem so, wer eine Frage hat, wen etwas stört, der hebt seine Hand, dann wird Fedor ihn eben die Stummschaltung aufheben, dann kann die Frage gestellt werden, im Idealfall auf Deutsch, ich übersetze es und dann gibt Fedor eine Antwort und das übersetze ich dann wieder zurück. Manuela, you are on, your sound is on, you can say your question, please. Manuela, du kannst losschießen. Yes, we can hear you. Manuela, you can speak. We can hear you. Manuela, wir sehen dich nicht, aber wir können dich hören. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Frage stellen. Okay, meanwhile, Manuela is thinking we can answer the questions which are on the chart. Yes, Manuela, when you start talking, I will stop, okay? Also solange die Manuela sich noch besinnt, schauen wir uns mal ein paar Fragen an, die im Chat gestellt. Jetzt spricht Manuela. Nein, ich hatte keine Frage, sondern ich habe am Anfang einfach nur die Hand gehoben und die steht noch seit dem Anfang. Also von daher, ich habe jetzt keine konkrete. Okay, so Manuela raised her hand at the beginning of our event and then her picture froze and that looked like she had a question, but in reality she doesn't have a question. Okay, no so problem. So we can choose somebody else. Yeah. Okay, let's start from the questions in the written form because I think it's easier. We have a question. My father has just an eye operation and he's seen now some black dots like a curtain that is quite disturbing. What could he do?
Ich übersetze mal die Frage auch deutsch. Mein Vater hatte gerade eine Augenoperation und jetzt sieht er so schwarze Punkte, die wie ein Vorhang sind. Das stört ihn sehr. Was kann er da machen? Well, depending on the operation that he has, there could be different reasons. It could be due to the, if his lens was changed, then due to the new lens reason. Diese Punkte, diese schwarzen Punkte könnten verschiedene Ursachen haben. Wenn die Operation so war, dass die Linse verändert wurde, dann könnte es daran liegen. It's hard to say for sure what he should do, depending on the type of the operation he has been done. Es ist einfach schwierig zu sagen, was er tun könnte. Es ist wahrscheinlich einfach abhängig von der Art der Operation. But raise your hand if you have sometimes some sports or some flyers. Aber hebt gern eure Hand, wenn ihr irgendwas habt, also irgendwelche Störungen. I see lots and lots of hands. Yeah, so sometimes it has to do with the high pressure. Manchmal haben diese Punkte einfach mit dem höheren Augendruck zu tun. Most common reason has to do with the retina. Ja, die, der weit verbreitetste Grund ist die Retina. Die Netzhaut? If you have a myopic eye, which it's longer than a normal eye, along the visual axis. Wenn ihr ein kurzsichtiges Auge habt, dann ist das länger als ein normales Auge. And there is a very serious problem, which sounds like a retina detachment. Und das gibt ein sehr schwerwiegendes Problem, das nennt sich eben Netzhautablösung. But retina can not just be detached immediately, it can be detached slowly. There could be some sources of detachment, very small ones. Diese Ablösung der Netzhaut, die kann auf einmal passieren, die kann aber auch sehr langsam passieren und das kann eben verschiedene Ursachen auch haben. Which might cause these type of problems. Und das kann eben diese Art von Problemen verursachen. And the other possible reason has to do with the lens. The worsening the transparency of the lens. Und das andere Problem kann einfach mit der Linse zu tun haben, dass einfach die Transparenz, die Durchsichtigkeit der Linse verschlimmert wird durch verschiedene Ursachen. I have very good question. I have myopia, astigmatism, cataract, epitinal membrane on the same eye with my vision. I was recommended to have surgery 2 years. I have been doing eye exercises since, but not a considerable improvement. What do you recommend? Ich übersetze mal die Frage auf Deutsch. Also ich habe, bin kurzsichtig. Ich habe in der Hornhautverkrümmung, ich habe Katarakt und das kannst du das auf Deutsch, die ja, also eine Hautmembran am Auge. Alles am selben Auge, diese Beschwerden, das Sehen verändert sich oder verschlimmert sich extrem. Mir wurde vor 2 Jahren empfohlen, das operieren zu lassen und seitdem habe ich Augenübungen durchgeführt, aber ich habe keine wahrnehmbare Verbesserung erfahren. Was empfiehlst du denn da? Okay, so first of all, for me, eye exercises doesn't mean anything in terms of possible improvements for the problems like yours. Also ganz generell ist zu sagen, dass Augenübungen erstmal gar nichts an den Ursachen verbessern oder an den Problemen, die du jetzt eben beschreibst, generell eine Verbesserung bringen. There are two types of eye problems. First type is the refraction problems. Also es gibt 2 Arten von Augenübungen. Das eine sind die Refraktionsprobleme. For example, presbyopia, myopia or hypermetropia. Also da gibt es dann einfach die Kurzsichtigkeit, die Weitsichtigkeit, die Hyper... Da bin ich jetzt überfordert, muss ich mal nachgucken. Also die Weitsichtigkeit. Mm-hmm. And there is another type of eye problems which are more serious. Cataract, glaucoma, retina detachment.
Und dann gibt es noch die andere Art von Problemen mit den Augen, die viel schwerwiegender sind. Ist dann der graue Star, der grüne Star und eben die Netzhautablösung. They have to do with the blood vessel problems. Ja, und das sind eben Probleme der Blutgefäße, die das verursachen. So if you move your eyes right and left, left and right, you will not fix none of these problems. Und wenn du deine Augen bewegst von links nach rechts und von rechts nach links, wirst du diese Ursachen natürlich überhaupt nicht verändern können. That's what you call eye exercises. Das, was du eben beschreibst, sind ja Augenübungen. They will not help. Und die werden nicht helfen. Eye exercises are designed to fix the strabismus problem. Also meine Übungen sind eben tatsächlich dafür, oder diese Übungen sind ausgelegt, um das Schielen zu heilen. Yeah. When your eye, they are looking in a different direction, then you have to balance the eye movement muscles. Wenn deine Augen in verschiedene Richtungen gucken, dann musst du einfach die Augenmuskelbewegungen wieder ausbalancieren. But many people think that if they move their eyes up and right, left and down, they will do the eye exercises and it will help them to heal their vision. It will not happen. Viele Leute glauben ja, wenn sie Augenübungen machen, sie gucken nach oben, unten, rechts, links, dass das eben ihre Sehkraft verbessert, aber das wird eben nicht passieren. So what is special about iDiamond, that it's not using only eye movement exercise, it's using the Qigong for eyes to help people to improve the blood vessel, the blood circulation in the vision system. Das ist eben das Besondere an dieser iDiamond-Methode, dass sie eben nicht nur mit dem Augen Qigong arbeitet, sondern dass sie einfach auch Übungen macht, um das Blutgefäßproblem zu verbessern, damit eben sich das Sehen verbessern kann. And we also implement some very, very good recommendations. For example, we do the cardio training, we clean the body from toxins and so on, we balance nutrition to get the results for sure. Was wir zusätzlich machen, wir geben sehr gute Empfehlungen. Wir befreien den Körper von Toxinen, wir empfehlen Cardio-Training und wir geben natürlich auch Empfehlungen, dass die Nährstoffe eben alle im Körper da sind, damit man eben am Ende auch die Resultate erreichen kann. This is the system approach to vision recovery. Do you see the difference? Das ist eben dieser systematische Zugang, um das Sehen zu verbessern. Kannst du den Unterschied erkennen? Yeah, please, more questions. Ja, bitte mehr Fragen. I do have a scar on my retina, the right eye, the central vision. Is that also recommended then for me? Yes. So we are using the Qigong for eyes techniques. If you have some retinal detachment or macular degeneration, we are using the techniques to improve the blood circulation locally, right in your retina. So it's safe and of course it's recommended. That's why I said at the beginning that we are helping people with a wide range of eye problems. Hier hat die Beate gefragt, ich habe eine Narbe auf meiner Netzhaut am rechten Auge. Das betrifft das zentrale Sehen. Ja? Sind die Übungen dann überhaupt auch für mich empfehlenswert? Ja, die Übungen sind empfehlenswert, weil wir ja tatsächlich Übungen machen, die die Blutzirkulation verbessern und das hilft natürlich auch. Fedor, do you allow me to interject? We have been discussing the exercises that the woman has been doing and her eyesight didn't improve and she was talking about Bates and as far as I know you were discussing the Bates model and the Bates exercises in your book. Do you want to say something about that? The Bates method at the moment it's not up to date. It was invented in the 18th century.
Es geht jetzt nochmal, wir haben ja vorhin von der Frau gesprochen, die durch die Augenübung ihre Sehsicht nicht verbessern konnte. Und sie hat jetzt nochmal nachgesagt, ich habe also hier die Bates-Methode angewandt und ich habe jetzt, und darauf geht Fedor in seinem Buch ein. Und ich habe ihn jetzt nochmal gefragt, ob er was dazu sagen möchte. Und er hat jetzt gesagt, die Bates-Methode ist im Moment nicht auf dem neuesten Stand. Die wurde im 18. Jahrhundert entwickelt. Many of my colleagues are following the Bates method, but they try to give something new and to add something new to this method, because it was long ago, it was just the beginning of the path of the vision recovery. Also viele meiner Kollegen arbeiten tatsächlich mit dieser Bates-Methode, versuchen aber zusätzlich noch etwas hinzuzufügen, weil im 18. Jahrhundert war das natürlich erst der Anfang der Idee, das Sehen zu verbessern zu können. And of course I support the Bates method, but at the same time I can say that it can help for some restricted number of eye problems. Und natürlich unterstütze auch ich die Bates-Methode, aber ich kann gleichzeitig sagen, dass sie nur für bestimmte, ganz bestimmte spezifische Gründe, warum das Sehen nicht funktioniert, helfen kann und nicht für andere. And not cataract, not glaucoma, not retina detachment, just the refraction problems. And, ja, and very, very partly, I would say. Also die helfen nicht gegen grauen Star, gegen grünen Star, gegen Netzhautablösung, sondern vielmehr gegen so Sachen wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, also wo es einfach darum geht, das Zusammenziehen des Auges zu unterstützen, aber eben nicht für alles andere. We are all using the base method, the ideas of this method, but not the whole method, because it makes no sense at the moment. Wir alle benutzen natürlich Ideen aus dieser Methode, aber nicht das ganze System, weil das für die heutige zeitgenössisch einfach gar keinen Sinn mehr macht. For example, in the eye diamond method, I encourage people to train the healthy vision behavior, which means that you should train the healthy vision habits. Zum Beispiel in meiner iDiamond-Methode versuche ich die Leute anzuleiten, dass sie sich gesunde Augengewohnheiten angewöhnen, dass sie also bestimmte Übungen machen, die ein gesundes Sehen unterstützen. Moreover, you should train this healthy vision behavior yourself and help your children. Einerseits solltet ihr euch diese gesunden Augengewohnheiten selber angewöhnen, aber sie eben auch an die Kinder weitergeben. To save their vision. Ja, um eben ihren Sehsinn auch zu retten, zu erhalten. Ja, please welcome any more questions. Oh, we have lots and lots of questions. We could go on for hours. So I think we should decide, because I would say that we can have, let's say, last three questions and then we will finish. If I'm very sorry if we don't have enough time to answer all the questions, but you can join our events, you can join the private session, because anyway my answer will just be the general idea what you should do. Then your turn to do something, you see. Es ist so, wir lassen jetzt noch drei Fragen zu, dann werden wir den Abend beschließen. Wir können natürlich gar nicht alle Fragen beantworten, aber nochmal der Hinweis, wer noch mehr Fragen hat, da besteht die Möglichkeit, sich am Workshop anzumelden, da können Fragen gestellt werden oder auch eine private Session bei Fedor zu buchen, weil alles, was ich hier sagen kann, ist natürlich nur eine ganz allgemeine Antwort und individuelle Antworten gibt es natürlich dann nur, wenn da auch die Gelegenheit besteht, darauf einzugehen. Jetzt nochmal drei Fragen. I said three questions, is that right? Yeah, I think we can leave all the other questions and you can actually have a contact email and then all the remaining questions will be redirected to me. So I will try to answer them as far as I can. Also die Fragen, die bisher gestellt worden sind und die nicht beantwortet werden können, die kann
jemand, der Joachim, den würde ich bitten, das zu tun, aus dem Chat kopieren und dann werden die angeguckt und an Fedor weitergeleitet. Und let's listen to some questions. Alle Fragen zu beantworten. Also hebt mal bitte die Hand, wer eine Frage hat, dass wir uns noch eine Frage von euch anhören. Ja, yeah, Andrea. Hallo. You are on, please. Ja. Hört ihr mich? Yes, ja. We can hear you. Besteht auch die Möglichkeit von Verbesserungen von Glaskörperabhebungen? Ich hatte vor 4 Jahren eine Netzhautloch-OP und habe seitdem auf dem linken Auge extreme Glaskörperabhebungen, die auch psychisch sehr belastend sind, weil es halt den ganzen Tag Fremdkörper sind, die sich da hin und her bewegen. So, I have to look up what she just said because there was some vocab I'm not familiar with. She had a surgery on the vitreous body 4 years ago, and that's very straining on her physically but also mentally, because it feels like foreign bodies in her eye all day. Is that something your method could do something about? Your vitreous body was changed to the artificial, or what did you do? Andrea, war das so, dass dein Glaskörper quasi ausgetauscht wurde und ein Künstler? Nein, ich hatte akute Probleme beim Sehen, also so Fremdkörper. Dann bin ich zum Augenarzt gegangen und da habe ich festgestellt, dass ich ein Loch in der linken Netzhaut habe, was mit Wasser zuläuft. Das wurde an dem gleichen Abend noch gelasert und ist auch erfolgreich geschlossen worden. Aber was geblieben ist, sind diese, man sagt ja auch Musch, also diese Glaskörperabhebung. Du musst dir vorstellen, das sind diese kleine Mücken oder Spinnen, also als wenn man in so einen Mückenschwarm schaut. Aber das ist kontinuierlich immer vorhanden. What happened was her retina had a hole, and that hole was filling up with water, and she was lasered the same day she found that out. And ever since, she had like these vitreous bodies, but they were like foreign bodies, and it feels like flies, having flies on the eye all the time, and that's very disturbing. Okay, Andrea Pape, the Qigong for rice is for you. So there are some specific exercises that will help you to release this uncomfortable feeling for you and to improve the situation in your eyes, because our techniques allow to improve of what is going on inside your eye. Also für dich wäre dieses Augen-Qigong, das ja auch in unserer Methode enthalten ist, genau das Richtige, weil diese Übungen es dir einfach erlauben, auch das zu verbessern, was im Auge weggeht. Also dass dieses unangenehme Gefühl einerseits verschwindet und sich die Situation verbessert, sodass das eben aufhört. Also das wäre meine Antwort darauf. Super. Also ich werde mich anmelden und ich habe noch eine Frage. Ich habe vorhin einen längeren Text geschrieben und ich sehe nicht, dass der versendet wurde. Das kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr in die Frage, aber irgendwie kannst du sehen, ob von mir ein Text vorhanden ist. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, glaube ich. Also es ist ja sehr viel geschrieben worden. Ich kann das jetzt tatsächlich auf die längere Sicht. Ja, also ich sehe es jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht die ganze Gruppe aufhalten. Du siehst doch meine E-Mail-Adresse. Schick's dahin, ich leite es an den Fedor weiter, okay? Danke für die beiden Tage. Vielen Dank. Gerne. Danke, vielen Dank. Okay, let's see who can also... Wer will denn noch eine Frage stellen? Hand hoch. Ja, yeah, you can raise your hand. Ja, yeah. Pia, please welcome. Ja. Yeah. Ich habe so wie Blitze auf der linken Seite. Mm-hmm. I have like flashes on the left side. You know, like light flashes. Mm-hmm. Und auch noch so, wenn ich diagonal die Augen bewege, ist so wie eine Unschärfe drin, wie so ein Schleim oder sowas, das. And when I'm moving my eyes diagonal, I have like a blurry vision and it's also like phlegm coming up with it. Okay, you can also have retina cells problems. Das könnte bei dir auch ein Problem der Netzhautzellen sein. But
If you're looking diagonals, it means that your oblique muscles, they are pushing on your eye. Wenn das natürlich auftritt bei der diagonalen Blickrichtung, dann sind es die schrägen Augenmuskeln, die auf dein Auge Druck ausüben. So you should relax and stretch your eye muscles, so when you look diagonals, there are no any tension and discomfortable feeling. Also du solltest deine Augenmuskeln entspannen, sodass bei dem Blick in die Diagonale eben diese Spannungen der Augenmuskeln nicht mehr auftreten. And improve your blood circulation in your vision system. Und wichtig wäre auch, in deinem Sehsystem die Blutzirkulation zu verbessern. Which you can achieve if you practice eye diamond method. Und das kannst du erreichen, indem du eben auch diese Eye Diamond Methode übst. So you're welcome to practice. Also auch du bist natürlich herzlich eingeladen, mit uns zu üben. Yeah. Especially on the workshop, because the workshop is a deep training. When you practice a lot, and you get a deep involvement in this process, which is very important. Also da würde ich dir auch den Workshop empfehlen, weil das wirklich nochmal so ein ganz tiefes Training ist, wo wir auch sehr viel machen und wo du wirklich auch nochmal so einen tiefen Einstieg in diese Methode hast und involviert bist. Many people have very superficial understanding of the vision recovery process. They think that they should get one or two or three exercises and they should practice it every day and they will get the improvement. But it will not happen. Viele Leute haben so ein oberflächliches Verständnis davon, was es eigentlich bedeutet oder erfordert, den Sehsinn wirklich zu verbessern. Die denken, sie haben dann 2, 3 Übungen und wenn sie die jeden Tag üben, dann haben sie auch schon die Ergebnisse, aber das ist eben leider nicht der Fall. That's why we organize the workshops and after the workshop we have 4 online classes after the workshop. So after the workshop you continue practicing and we see each other at least once a week after the workshop, and it's all included in the process. Also du hast ja dann bei dem Workshop 2 Tage und danach gibt es nochmal 4 Übungsstunden, sodass wir uns wenigstens einmal die Woche sehen und dass es ein kontinuierliches Training ist, das dann auch fortgesetzt wird. Gibt es auch noch einen anderen Workshop nachher? Will there be another workshop or another appointment? Okay. Well, we will see, but at least you can also join the session as well, and we can speak privately and discuss the exercises for you in a private way. So this is also the possibility. Im Moment steht noch kein Termin fest. Es wird sicher einen geben. Wann der sein wird, wissen wir nicht. Aber eine Möglichkeit, eine andere, die du eben hättest, wäre, dass du bei ihm eine Privatsession buchst. Dann könnt ihr zu zweit sprechen. Dann kann er auch nochmal Tipps geben und Übungen empfehlen. For private sessions, we also have a system when after the private session, we also give the opportunity to attend the 4 group classes. Also auch nach so einer Privatsession hast du die Möglichkeit, an diesen 4 Gruppenstunden Übungen, die wöchentlich stattfinden, teilzunehmen. Auch da wird dann der Zugang gewährleistet. So if you cannot be on the workshop, you can join the session and get the group classes afterwards as well. Also du könntest jetzt, wenn du es zeitlich nicht schaffst, am Workshop teilzunehmen, eben nach einer Session eben auch an diesen Gruppenübungen Stunden teilnehmen. Thank you. Okay, danke. Thank you. And the last one, please raise your hand. Letzte Frage. Bitte Hand heben. Yeah, let's see. Who is on? I cannot see any. Marion. Marion. Just a second. Kleinen Moment, wir müssen dich noch unmuten, wie es neudeutsch heißt. I'm trying to switch on your sound. Jetzt bist du. Jetzt kannst du. Yeah, you're on. Yeah. So eine alte Kamera mit wenig Mikrofon. Ich habe 2-mal jetzt schon gefragt, mich interessieren diese Rasterbrillen, die es gibt. Ob das was bringt, Marion, we are very sorry. I,
I understood sorry, the question. You understand the question? Because I understood it, yeah. Okay. Because she said, and that's true, she put the question online 2 times already. And she's interested in, you know, the glasses with the spots in it, with the holes in it. Yeah. You mean the glasses with the holes? Yeah, black glasses and then holes in it. What's your opinion about those glasses? The pinhole glasses, I recommend to use pinhole glasses for presbyopes who cannot see the small text. Ich sag mal gerade noch allen, um was es gerade geht. Die Marion hat gefragt, es gibt sogenannte Rasterbrillen, ne, was er davon hält, ob er die empfiehlt. Und er empfiehlt die tatsächlich bei Alterssichtigkeit. Da können die hilfreich sein. But this is the temporary tool until you cannot go without glasses at all. This is better than usual glasses, and we use it as a temporary tool, which is better. A little bit. Allerdings auch wieder nur ein Werkzeug, das man temporär einsetzt, bis man eben gar nicht mehr ohne Brille kann. Man kann es nur temporär einsetzen, aber es ist besser eben als gar nichts. Yeah, but this is not the ultimate decision of the natural vision recovery, of course. Ja, aber das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn es um die natürliche Sehverbesserung geht. This is just the tool on the way to do it. Ein Werkzeug auf dem Weg, um die Verbesserung zu erreichen. Okay, so thank you very much. I'm very happy that we've done it. It was very interesting event for everybody because I was so surprised that you have so many questions and you are so involved, and it's wonderful that you are sorry. You are so involved in the natural vision recovery process. This is very good. Also vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass wir das heute Abend gemacht haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat gefallen, wie viele Fragen ihr habt, wie involviert ihr seid in diese natürliche Sehverbesserung. Einfach wunderbar. I'm very sorry if I didn't have an opportunity to answer your question or you have to go early. The recording will be provided anyway. Es tut mir natürlich leid, wenn ich eure Frage habe nicht beantworten können oder wenn ihr früher gehen müsstet. Natürlich bekommt ihr die Aufnahme dieser Veranstaltung zur Verfügung. Can I ask you something to do for me and for yourself, first of all? Und ich möchte euch bitten, etwas für euch selbst, aber auch für mich zu tun. From all my heart, I wish you to train healthy vision behavior. Also aus ganzem Herzen wünsche ich mir, dass ihr euch eine Verhaltensweise angewöhnt, die das gesunde Sehen fördert. First, do it yourself. Macht es erstmal für euch selber. And then teach at least one person, you know. Ja, und dann lernt es oder lehrt es wenigstens einer Person oder gibt es einer Person weiter, die ihr kennt. Especially, please save your children and grandchildren, because I'm here to save the next generation. Ja, und bitte rettet eure Kinder und eure Kindeskinder, weil ich bin da, um die nächste Generation zu retten. But first, this generation has to do it for themselves. Aber als erstes muss diese Generation es für sich selber machen. So I wish you the soonest vision recovery in a natural way. And good health. Ich wünsche euch die baldestmögliche natürliche Sehverbesserung auf eine gesunde Art und Weise. I hug you all and I hope to see you soon. Ich umarme euch alle und ich hoffe, dass ich euch bald alle wiedersehe. Cheers. Thank you very much. Tschüss. Vielen Dank.